Genau, also ich habe erst gedacht, ich müsste diesen gelben Schein machen. Ich muss ein bisschen was zu mir erzählen. Ich bin 1971 im Saarland geboren und dachte jetzt, um in diesen anderen Rechtskreis zu kommen, beziehungsweise die Personalfunktion im Perso eben wegzubekommen, muss ich diesen gelben Schein machen. Ah, Nee. Nee, ne? Ich kann das nicht das quasi übergehen, das ist eher eine Falle, habe ich jetzt Ja. gelernt. Bist noch da? Und dann sollte ich besser gleich mit Zeugen sozusagen den Perso abgeben mit diesem Antrag. Und ja. Also, müssen wir erstmal aufeinanderdröseln. Also mit dem gelben Schein beantragst du Staatsangehörigkeit vom 5.2.1934. Du beantragst die. Vorneweg hast du Ja, deine klar. Bundesstaatenangehörigkeit, weil du in einem Bundesstaat geboren ist. So, das Problem ist nur, die Bundesrepublik gibt dir nicht die Rechtsstellung. Rechtsstellung heißt sowas wie, du hast sie zwar, aber sie erkennen es nicht an, ne? Weil sie wollen ihre eigene Ja. Gesetzgebung machen und sie hätten gerne die Gesetzgebung aus 1934, weil dann die ganzen Errichtungsgesetze viel einfacher und komfortabler anzuwenden sind. Wie zum Beispiel die Justizbeitreibungsordnung. Ne? Das ist auch so ein Gesetz, was aus der Zeit ist. Und wenn du die Staatsangehörigkeit nicht hast oder gar nicht haben kannst, wie in Mitteldeutschland, weil Mitteldeutschland hat ja die Zeit 1933, 45 verschlafen. Ne? Es gab nie eine Genau. Rechtsnachfolge. Ja. Also wir können sie gar nicht haben. Ist nur fraglich, wie wir dazu gekommen sind. Ich habe es ja nicht bestellt. Ich denke mal, ich werde es zurückschicken müssen. Ja, so. Wichtig ist, dass bevor du den Perso abgibst, Entschuldigung, müsstest du einen Reisepass haben. Es wird zwar immer diskutiert, nimm lieber den grünen oder den roten. Inzwischen bin ich fast davon überzeugt, dass es besser ist, den grünen, aber ich sage mal, auf beiden ist das Logo der Weimarer Republik drauf. Auf dem einen steht noch EU drauf. Ja, aber keins von denen passt, weil wir sind ja kein wirkliches Personal. Die wollen uns ja nur dazu machen. Ja? Ja, Und wir haben ich keinen kenne mich da Arbeitsvertrag mit der unterschrieben. Thematik mit dem Pass. Ja, Also ich wir habe haben keinen gehört, Arbeitsvertrag. ich könnte mal durch einen Trick einen zweiten Grünen dann Ja. holen, aber das nützt ja Ja. alles nichts. Ich hab ja einen und Ja. Was man aufpassen muss, dass die Gemeinden die Leute ein bisschen betrügen. Also das Passgesetz ist ein wirklich Gesetz. Das heißt, das verlangt von dir, dass du diesen Pass hast. Na, du hast ihn ja nicht freiwillig gewollt, weil du dich zur EU machen willst oder irgendwas. Ich muss auch mal das Ding zum Schweigen bringen hier. Weil du das wolltest, sondern es gibt ein Passgesetz und wenn du diesen Anforderungen nicht genügst, wirst du Repressalien ausgesetzt. Ne? Das ist ja die übliche Praxis. So, also es ist kein Vertrag zustande gekommen, du wirst deswegen noch kein EU-Bürger, aber es ist eben die Rechtsunsicherheit, sage ich mal, dass sie dann dich wie ein Personal behandeln und deswegen ist der Personalausweis schlecht. Und die gucken im Prinzip rein in deine Personalstammdaten und da steht dann sowas wie Personalstatus, also könnt ihr dich als Personal behandeln oder nicht. So, bei manchen steht aktiv drinne, bei manchen steht aktuell drinne, bei manchen steht verzogen drinne. Was gibt's noch Lustiges, was ich schon gesehen habe? Ja, inaktiv haben wir kaum gesehen. Also darüber wird das gesteuert. Und wenn das nicht aktiv ist, sind sie sehr vorsichtig und behandeln dich genauso komfortabel und vornehm, wie sie das üblicherweise mit den Ausländern machen. So, also ist so eine Personaleigenschaft eher was Schlechtes. Und durch die Personaleigenschaft überblendest du sowieso deine Bundesstaatenangehörigkeit, solange du dort Personal bist. So, ja, das Problem ist nur, selbst wenn du den Personalausweis abgibst mit der A11, ist es noch nicht so, dass sie das gleich umschreiben, sondern sie versuchen das hinzuziehen und dich zu belügen und den Ausweis in die Schublade zu tun und so zu tun. Ja, das ist jetzt wie so ein Fundstück, das haben wir jetzt gefunden, das haben wir jetzt in der Schublade reingetan, dann haben wir das wieder gefunden, dann haben wir es wieder reingehauen und so ziehen die das hin, obwohl sie es nicht dürfen. Die Bundesrepublik, die verhält sich ja in der Weise wie Kriminelle. Und ich bin dazu übergegangen, Leute wie Kriminelle zu behandeln, die sich wie Kriminelle verhalten. Früher habe ich gesagt, na, die wissen das vielleicht, ne? Also ich gehe davon aus, dass jeder Behördenleiter, der wenigstens 40.000 Gemeindemitglieder unter sich hat, also jeder Kreisrat oder
ja, die haben auf jeden Fall ein Briefing gekriegt. Ja, da steht dann immer noch höchste Geheimhaltung, was weiß ich. Und dann wird denen erzählt, was wirklich in der Bundesrepublik los ist. So, also die Kreisräte wissen sofort, du siehst das an ihren Augen, die sind präsent. Und an jeder Zuckung kriegst du mit, ob die das wissen oder nicht. So, wenn du ein bisschen Feingefühl hast, merkst du, ob sie es wissen oder ob sie einfach nur hilflos sind. Und die Bürgermeister sind in der Regel hilflos, weil sie nicht wissen, was los ist. Und die Kreisräte wissen, was los ist, dürfen es aber nicht sagen, weil sie sonst längste Zeit Kreisrat sind. Und so funktioniert sozusagen die Pyramide in dem Land. So, das ist aber alles hochgradig illegal, weil sie in der Genfer Konvention unterschrieben haben, dass sie die Staatsangehörigkeit korrekt feststellen. So, und nochmal bekräftigt wird das durch den Friedensvertrag von Brest-Litovsk. Wenn man da reinguckt in den Artikel 8, steht drin, dass die Kriegsgefangenen in die Heimat zu schicken sind. Und die Bundesrepublik und die Gemeinde, die Firma Stadt Gemeinde, die ist ja nicht deine Heimat, das ist eine Verwaltung. Die Heimat ist dein Bundesstaat. Und in diesen Bundesstaat müssen die dich schicken. Und diese Rechtsstellung haben die zu haben, haben die euch zu geben, auch mir. Ne? Genau. Entschuldigung. Und ist denn das, muss ich denn zum Hauptwohnsitz, um den Perso abzugeben, oder kann ich das irgendwo an einem Melder machen, wo ich auch gemeldet bin? Naja, ich würde es an der Meldestelle abgeben, die dein Perso, also wo du gemeldet bist. Weil es kann ja sein, dass der Perso in Berlin ausgestellt ist, dann bist du umgezogen in irgendeinen anderen Ort und dort gemeldet und da ist ja der Perso da ist ja nichts mehr da. Also die geben ja die Meldeakte dann in die neue Gemeinde, setzen die bei sich inaktiv und bei dem neuen aktiv. Aber du bist ja in keinster Weise aktiv, du bist ja im Prinzip nur verwaltet. Also Die Bundesrepublik hat sich ja selber ermächtigt, Verwalter vom Kaiserreich zu sein. Es gibt da so eine komische Grundsatzentscheidung, wo drin steht, dass sich die Bundesrepublik selbst als der Staat betrachtet. Ne? In EMA gibt es ja denn, dass das nicht aufgehoben ist, aber in der anderen Grundsatzentscheidung steht drin, dass sie sich selber als Kaiserreich betrachten, als Fortsetzung. Es geht aber nicht, weil Max von Baden ist nun mal ein Feinstaatenvertreter und die Weimarer Republik hat den Kaiser weggeputscht. Da gibt dieses berühmte Schreiben, wo da steht, wenn du dich ja nicht vom Acker machst, dann werden wir das mit der Kugel erledigen oder wie das da so steht. Ich habe es jetzt nicht wörtlich im Blick. Ihr könnt das aber auf kaiserrundfunk.com im Downloadbereich runterladen, das Ding. Das hat der sogenannte Soldatenrat gemacht. Das ist ungefähr, wie eine Gewerkschaft derjenigen, die den Ersten Weltkrieg mit einigen Schrammen überlebt haben, aber nicht verstanden haben, dass der Kaiser eigentlich nicht dafür kann, dass der Krieg dem aufgezwungen worden ist. Und vor allen Dingen Teile der SPD haben den Soldatenrat gegen den Kaiser aufgeputscht, regelrecht geimpft. Und der ist schuld und die Monarchie, wenn wir das nicht hätten, hätten wir den Ersten Weltkrieg nicht. So haben die argumentiert. Und selber haben sie das aber vorbereitet. Also das ist sozusagen die Ära Karl Liebknecht, Rosa Luxemburg, so die Ecke. Ja, da muss man also dort nochmal nachwaschen. Da gibt es sehr interessante Verschwörungssachen, aber nicht nur Theorien, sondern auch Nachweise, wie die versucht haben, diese Monarchie zu zerstören. Und haben natürlich nicht beachtet, dass sie auf dem Ast sitzen. Wenn sie den wegsägen, fallen sie eben in die furchtbare Zeit der Weimarer Republik. Von 1920 ging es dann wohl los, dass die Wirtschaftskrise dann losging. Bis kurz bevor der Hitler dann im Prinzip gesagt hat, also es geht jetzt nicht so weiter. Entweder ihr macht dieses Ermächtigungsgesetz oder wir gehen ja alle vor die Hunde oder verhungern oder so immer. So, und dann hat er ja 33 den Wahlfehler gemacht und da kann er natürlich mit einem Wahlfehler eine 34 Staatsangehörigkeitsgesetz ausfertigen. Das funktioniert nicht. Na? Erstens mal. Das wäre gut, wenn man sozusagen da mal, wenn du das mal online stellen könntest, solche Verschwörungen. Ja. Meine Kollegen, die lachen immer nur, wenn ich die sagen, dann mach das. Ja, gehst du einfach. Gehst einfach rein bei kaiserrundfunk.com, da sind die wichtigen Dokumente drin, also die zwei Dokumente, die vom Landratsamt, ich glaube, Erzgebirgskreis sind, da wird bestätigt, dass diese Staatsangehörigkeit von 1934 ist, da auf der ersten Seite. Dann gibt es das sogenannte Gesetz über die Auflassung, wo der Kaiser sich vorbehalten hat, selber den Krieg zu beenden, also wo Max von Baden überhaupt keinen Friedensvertrag oder irgendwas ausfertigen durfte, es trotzdem gemacht hat, also ungültig. Demzufolge auch der Versailler Vertrag, auch nicht vom Kaiser unterschrieben, auch ungültig. Deswegen haben die eher in der Weimarer Republik was bezahlt, obwohl sie es gar nicht müssten. Ja? Auch der Hitler hat was bezahlt, obwohl er es nicht musste. Und da fragt man sich, wenn er denn schon die Weimarer Republik wegschlagen
wollte, warum hat er dann den Versailler Vertrag weiter bedient? Das ist eine Frage, die bis heute nicht abschließend beantwortet ist. Weil er weiß ja, was los ist. Er war ja in England oft genug und die haben ihn ja auch gebrieft, was da insgesamt im Hintergrund läuft. So, das ist ja ziemlich gut belegt. Die Frage ist nur, wie es alles zusammenhängt. Und wir haben eben immer nur ein Drittel oder die Hälfte von dem Wissen, was heute eben offengelegt ist. Und Putin hat durchblicken lassen, dass das Kaiserreich nicht der Grund war und auch nicht der Auslöser des Krieges. Also soweit hat er sich also schon durch die Öffnung der Archive aus dem Fenster gelehnt. Und wir können also davon ausgehen, dass es wirtschaftliche Interessen waren. Also ähnlich wie es Irakkrieg oder Libyen oder Syrien war, das Volk selber konnte nicht dafür, die hatten nichts gegen Assad, sondern es ist von außen gebracht, damit die dort die Rohstoffe plündern können und das haben sie ja dann nach dem Krieg auch gemacht, obwohl der Kaiser den Krieg ja auch nicht verloren hat, da ist ja auch noch eine entschieden. Ne? Die Weimarer Blick hatten Krieg geführt und die hatten es so geführt, dass möglichst große Materialschlachten geführt werden. Ne? Der Hitler hat immer den größten Panzer gewollt und die maximale Sache, sodass also sehr viel Materialeinsatz und damit auch Schulden entstehen. So, und dieser Zusammenhang, das muss man alles ein bisschen im größeren Zusammenhang sehen. Ich meine, sie hätten in dieser Zeit niemand anders finden können, der aus der Weimarer Republik raus dieses Wirtschaftschaos beheben hätte können. Oder wollen. Ja, viele wollten das einfach nur verschlimmern. So, und heute stellt sich der SPD hin, als sind sie der große Segenbringer und der Bringer der sozialen Gerechtigkeit. Die waren dafür verantwortlich, dass es, das kommt auf keinen Fall in Frage, wenn sie mir Windows 10 installieren. Habt ihr bestimmt gerade gesehen im Bildschirm. Ja, und jetzt ist es so, bin da völlig raus jetzt. jetzt ist es so, dass die CDU, die SPD Kreide gefressen hat und tut sich so oft spielen als Bringer der sozialen Gerechtigkeit und haben selber aber wieder Hartz IV gemacht, haben viele soziale Errungenschaften weggeschnitten, Sozialreform und so weiter, haben sie immer mit der Hände gehoben, haben ESM mit Ja abgestimmt. Ja, und die sind im Prinzip jetzt wieder die gleichen wie nach dem Ersten Weltkrieg, die jeder versuchen, Versailler Vertrag 2.0 machen, denn was anderes ist dieser ESM ja nicht. So, ich habe ja wieder gerade eine Meldung. Ach, das ist ja wieder furchtbar. So, mal weg. Darf ich nochmal was zwischenfragen? Ja, mach mal. Also meine Frau, die ist in Brandenburg geboren. Ich denke, sie kann dann ähnlich vorgehen, wie du argumentierst, weil sie ja dann auch ist ja praktisch dann gleich wie Sachsen, also keine Zeit zwischen 33 und 45. Bei meiner Elterntochter, die hat irgendwie blöderweise ein Perso abbekommen, weil wir über die Schweizer Grenze mit ihr mussten. Da habe ich das falsche Dokument dann gewählt. Man hätte ja gleich einen Reisepass nehmen können. Ja. Aber ich denke mal, die ist ja noch unter 18, also die ist 6 Jahre. Da wird das ja wohl kein Problem sein, den zurückzugeben, weil sie ist ja noch nicht geschäftsfähig. Oder? Ja, das ist eben auch noch eine Frage, die ich mir noch stellen muss. Die jüngere Tochter, die hat überhaupt kein Personaldokument. Also auch die Kinder, den Kindern nicht erst einen Personalausweis geben, sondern gleich einen Reisepass, vermeidet man viele Schwierigkeiten. Übrigens habe ich auf kaiserrundfunk.com im Download-Bereich eine sogenannte A2, eine Anlage A2 reingeladen, die also noch einmal sehr deutlich klar macht, was hier in dem Land los ist, wie die Zuständigkeiten auch der Gerichte und der sogenannten Ämter sind, kann man inzwischen seit gestern runterladen. Ist allerdings nur eine Vorabversion, da müssen wir nochmal Rechtschreibfehler nachgucken, ob da noch ein paar drin sind. Das habe ich gestern spätabends geschrieben. Wir hatten auch noch andere wichtige Sachen, da hat nur der Gerichtsvollzieher bei jemand vor der Tür stehen. Und das wird wahrscheinlich heute auch wieder bei jemand passieren und da muss ich also ständig helfen und das gucken und ja, die ganzen Schriftsätze. Und da war das natürlich gestern ein bisschen ein Schnellschuss, aber ich will das dann morgen im Laufe des Tages dann in Ordnung bringen. Also ich fahre dann morgen wieder los, habe also wieder Leuten helfen wollen. Müssen wir dann morgen nochmal was tun. Ich will aber heute die Sendung machen, deswegen bin ich heute reingefahren. Ich muss mich auch nochmal entschuldigen, dass ich mich nicht die Hörer jetzt begrüßt habe, weil das ging jetzt gleich los in einem Telefonat. Ich hatte also heute ein bisschen Stress gehabt, weil auf der A4 von Jena aus die ganze Autobahn zu war. Und wir mit einer guten halben Stunde erst gestartet sind. Eigentlich wollte ich natürlich halb anfangen.
Aber wie gesagt, sämtliche Verbindungen waren dann weg in Chemnitz und es war gerade so jetzt geschafft, dass wir dreiviertel anfangen konnten. Gut, ich hoffe, ihr seht mir das nach. Ja, gut. So, noch eine kurze Frage. Ja? Wo müsste ich meinen Verweser wählen, beziehungsweise das Siegel suchen? In meinem Geburts- oder in meinem Wohnort? Nochmal, ach, das Siegel. Warte mal, wie ist das denn? Weil ich in Saarland geboren bin, muss ich da suchen? Naja, ich würde Folgendes machen. Ich würde, warte mal, lass mich mal überlegen. Dein Geburtsrecht ist dort, wo du geboren bist, weil die Bundesrepublik kann dich weder einbürgern noch ummelden. Eigentlich dürfen sie es nicht. Wir machen es zwar, aber das ist ein BRD-Meldesystem. Das ist über das eigentliche Meldesystem drüber. Im Prinzip hat niemand im Kaiserreich dich jemals an- und umgemeldet. So, aber wenn du jetzt eine Wahl mitmachen willst, also zum Beispiel das Referendum, was wir jetzt im Laufe des Herbst oder Frühjahr nächstes Jahr machen wollen, mitmachen willst, brauchst du natürlich Dokumente. Und da müsstest du sozusagen von deinem Geburtsort den Auszug aus dem Geburtenbuch bringen. Dann müssen sie dir geben, da weigern sie sich und belügen die Leute, aber die haben das Recht, das zu kriegen, weil das notwendig ist, um die korrekte Feststellung der Staatsangehörigkeit erstmal zu besiegeln. So. Und dann bist du natürlich in einen neuen Bundesstaat oder in eine andere Gemeinde gezogen und dann muss die Wahlkommission an dem Ort, wo du bist, dir eine Rechtsstellung geben, dass du dort in einem Ort wählen kannst. Und die würden dann in deinem Geburtsort ein Sperrvermerk hinterlegen. Na? Also die würden dann für den Bundesstaat ein Sperrvermerk eintragen und die Wahlkommission, die in dem Bundesstaat, in deinem Geburtsort tätig wird, die muss dort gucken, ob es ein Sperrvermerk gibt für dich, damit du nicht zweimal wählst. Und das wäre dann eigentlich alles. Weil mit der Rechtsstellung, die Rechtsstellung ist sozusagen wie eine notstandsrechtliche Anordnung, damit erstmal überhaupt die Verfassungswahlen gerade durchlaufen. Weil der Verweser würde dich einbürgern, also darfst die Wahlkommission auch. Ne? Dass sie natürlich keine Verweserrechte haben, sondern dass der Verweser sich natürlich das letzte Wort, vorbehält und die formale richtige Einbürgerung, dass also deinen richtigen kaiserlichen Reisepass dann in Händen hältst, das ist eine Frage, die darf nur der Verweser machen, weil der Verweser muss erstmal das Kriegsende erklären und der muss einen Friedensvertrag aushandeln und mit dem Friedensvertrag selber wird auch schon Staat wieder hergestellt und dann kommt sozusagen die Einbürgerung als Verwaltungsakt. Das ist aber, hat aber mit der Wahl und mit dem Handlungsfähigmachen des Staates erstmal nichts zu tun. Mit der Wahlkommission wird der Staat schon handlungsfähig, allerdings nicht, wie viele machen ja mit diesen kalten Gründungen, die sagen, wir haben die Gemeinde aktiviert. Ich sage, davon weiß ich ja noch gar nicht. Es hat weder eine Presseveröffentlichung gegeben, noch habt ihr in eurem Ort irgendjemand Bescheid gesagt darüber. Also es ist völlig sinnlos. Ja. So, also ihr müsst ein Referendum machen und das Referendum wird immer in dem Siegelgebiet gemacht. Also in deiner Gemeinde, wo das Gemeindesiegel ist, wird darüber abgestimmt, ob das Gemeindesiegel genommen werden darf, vom 27.10.1918 und gleichzeitig auch abgestimmt, ob in diesem Gebiet das Bundesstabensiegel genommen werden darf, sodass du beide zur Verfügung hast. Es gibt nämlich manchmal Überschneidungen, dass irgendeine Ortschaft da nicht reinfällt. Und es kann diese Wahlkommission auch mehrere solche Wahlkreise haben. Ne? Also wie zum Beispiel Saale-Orla-Kreis oder so, kann ein größeres Gebiet umfassen. Da hast du 5 oder 6 Siegelgebiete mindestens drin. Ne? Also da wird dann ein Faltblatt innen reingelegt und dort sind die entsprechenden Siegel für die Gemeinden, die es betrifft. Und die können dann im Prinzip ja oder nein sagen. Ne? So, und wie das dann mit der Wahlberechtigung funktioniert, das hat man an dem Wochenende gemacht. Ich weiß es jetzt auch nicht, ich bin auch gerade rein. Also guckt mal in den neuesten Stammtisch-Videos rein, da sind die ersten 2 ja schon da, die anderen 2 ja laden noch hoch, weil es ein bisschen länger gedauert hat, bei der Honigbiene. Friedrich Schröder war es, genau. Ja. Das sind 4 Teile, 2 sind schon online. Ja, und dort haben wir es eigentlich ziemlich gut erklärt. Und die eigentlichen Dokumente werden wir dann im Laufe der Woche noch online stellen. Wir haben also heute schon mal einen ersten Entwurf von so einem Einladungsflyer gemacht. Wir wollen aber noch nicht an die Öffentlichkeit bringen, weil wir da morgen nochmal drüber gucken wollen. Dann gehen wir das Ding in Druck und tun es den Leuten sozusagen in dem Siegelgebiet zustellen. Also das wird sozusagen der Testballon morgen. Ja, gut. Jetzt das Telefon weg. Moment, ich muss das mal ganz schnell neue Batterien reinmachen.
passiert. Das sind so die Überraschungen. So, gut. Muss ich bloß aufpassen, dass ich die hinterher wieder reinmache, weil das sind Akkus und das andere sind Batterien. Und wenn ihr das mal macht, passt bitte auf, wenn ihr Batterien reinmacht in so ein Handgerät, dann reinmachen, bevor sie wieder in die Ladeschale legt, weil sonst gibt es einen lauten Knall und dann zerreißt die Dinger. Das ist also ein bisschen gefährlich. So, gucken wir mal, ob es geht. Da haben wir jetzt ein Problem mit unserem Telefon. Ich müsste dann erstmal ein Telefon organisieren. Das ist natürlich jetzt ein ganz großer Mist. Oh Mann. Das nützt uns aber nicht. Hallo? Müssen wir uns mal an der Ladeschale lassen und ich muss mal das Mikrofon noch ein bisschen ranrücken. Habt ihr noch Ton? Ja. Das sind also technisch ungeplante Sachen. Ich versuche mal das so zu machen, dass wir hier alle beide was hören. Müssen wir mal ein bisschen improvisieren. So, das ist ja... Gut. Ja, hallo? 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 Ja, jetzt hörst du sie. Gut, gut, alles klar. So, müssen wir das so machen, geht nicht anders. Hallo? Ja, Sie sind auf Sendung. Ja, klar. Sind wir jetzt gerade auf Sendung? Ja, klar. Prima, so, ich hab diesen Schirm, allerdings ist YouTube schon verschwunden, aber spielt eine Rolle. Zwei technische Anregungen. Die Telefonate, die von außen kommen, die versteht man fast gar nicht. Ja. Dann die zweite Sache, ich habe vorhin mal mitgehört, dass die Anrufer ewig lange Dinge erzählen, die vielleicht das Publikum gar nicht so interessiert. Ja. Gut, das ist meine Meinung. Aber ich habe zwei ganz kurze Fragen und dann würde ich also sofort schließen. Gibt es im Umfeld Notstandsrecht? Irgendwelche gesetzliche oder ich sage mal Dinge, die man nachschlagen kann? Es gibt im Internet mehrere Verfügungen, aber es sind nur Teile davon eben zu finden. Wenn man das nachlesen will, müsste man in Österreich oder in der Schweiz in einer juristischen Fakultät nachfragen. Dort kann man das nachlesen. Es gab noch eine Kopie in der Amalia-Bibliothek in Weimar, aber die ist abgebrannt oder abgebrannt worden. Da kann man sich nur seine Gedanken machen. Okay. Und ein paar einzelne Verfügungen gibt es aber. Also das eigentliche Verfahren, wie das mit dem Notstandsrecht war, ist bekannt. Ich habe auch jetzt ein Buch bestellt, wo es nochmal beschrieben ist, sodass ich euch dort rauskopieren kann. Es gibt auch bei Google Books da was, das würde ich dann mal noch online stellen, damit ihr da wirklich auch selber nochmal nachprüfen könnt, wie das war. Ja. Also es gibt da ein Buch, das habe ich bestellt, das wird wahrscheinlich im Laufe der Woche kommen. Da werden die Beziehungen zwischen Kaiser und Kirche beleuchtet. Also muss ich das so vorstellen, dass die germanischen Stämme, die wirklich diese Bodenrechte haben, im Prinzip durch die Kriege, die im Mittelalter passiert sind, dass die Kirche und vor allem eben die katholische Kirche den germanischen Stämmen das Bodenrecht weggenommen hat. Also die haben die einfach mit Krieg überzogen durch ihre Raubritter und haben das denen weggenommen. Aber das ist ja keine legale Landnahme. Also das heißt, denen gehört das nicht. Und die haben sich das einfach nur angemaßt. Und die haben im Prinzip mit den Kaisern so Bünde gemacht. So dass die Kaiser im Prinzip die ganzen Rechte, die sich die Kirche angemaßt haben, im Prinzip weitergeführt haben. So, und das kam dann irgendwie nach der Kulturrevolution, hat dann der Bismarck im Prinzip die Rechte der Kirche so weit beschnitten, dass der Staat handlungsfähig ist.
Und das hat sich eigentlich auch bewährt. Und jetzt müsste im Prinzip der neu gewählte Verweser die Bodenrechte grundsätzlich neu ordnen. Okay. Also in der katholischen Kirche. Die Rechtsunsicherheit auch bei uns. Ihr habt ja gestern mal angerufen, wir sind so 20, 30 Teilnehmer und machen uns Gedanken, dass wir wirklich eine warme Aktivierung hinkriegen. Du brauchst nur einen Verweser wählen, dann ist das schon. Das ist ja, die letzte. Gut, aber den Verweser richtig zu wählen, das ist momentan noch ein bisschen Fragezeichen. Aber darf ich noch eine Frage vorher stellen? Das Thema gelber Schein. Hm? Wie kriege ich denn los? Kann ich denn richtig, ich sag mal, kündigen, abschmettern oder wie auch immer? Ja, deswegen haben wir ja diesen Schein R11 gemacht, was man sich auch bei kaiserrundfunk.com runterladen kann. Habe ich soweit gemacht? Ist das dort mit dem R11 erledigt? Ja, also du hast das im Prinzip widerrufen, weil du hast ja im Prinzip die Staatsangehörigkeit nie erhalten können, weil Hitler kein Verweser war. Ja. Gut, dann weiß ich Bescheid. Noch eine letzte Frage zu dem Thema Wahlkommission und Referendum. Ja. Wie kann man die beiden Dinge da auseinanderhalten? Was ist das Referendum? Es ist so, nach kaiserlichem Recht hättest du einfach nach dem Verfassungsnotstand vom 28.10.1918 wieder neu wählen müssen. Also hätte im Prinzip die reguläre kaiserliche Armee, hätte sich die Putschisten greifen müssen, die verhaften, und dann wäre es ganz normal weitergelaufen. So. Ist aber nicht passiert. Das hat sich also 100 Jahre hingeschleppt, und jetzt sind die wirtschaftlichen Verwerfungen so groß, dass sie selbst mit allen Tricks das Währungssystem und auch die öffentliche Ordnung und Sicherheit nicht mehr gewährleisten können, und die Invasoren, nennen wir sie mal so, geben dem Land dann hier den letzten Rest. So, dass wir im Prinzip an der Kante von dem Bürgerkrieg stehen. Und jetzt ist die Frage, wie kommen wir wieder in die ordnungsgemäße Ordnung rein? Und vom Kirchenrecht her, was also die Kaiser für sich geerbt haben und von der sie auch ihre Rechte ableiten, gibt es diesen Verweser. Also zum Beispiel eine Kirchgemeinde hat immer dann einen Verweser bekommen, wenn der Pastor gestorben war oder wenn er in Rente gegangen ist und noch kein neuer bestellt. Da wurde ein sogenannter Verweser bestellt, und das war in der Regel der Bischof. Ne? Da hat dann also der Bischof dann in der Ortsgemeinde mitgelesen. Und erst wenn wieder ein neuer Pastor sozusagen eingestellt worden ist, wurde der Verweser zurückgenommen. So. Und beim Kaiserreich funktioniert es genauso, nur dass er eben nicht keiner Kirchgemeinde vorsteht, sondern einer weltlichen Gemeinde. Der regelt sozusagen die Amtsgeschäfte, bis es das Volk sagt, gerne den als Kaiser jetzt aufgestellt. Wie gehen wir in unserem Teilnehmerkreis mit um und sagen, so, jetzt machen wir den Schritt? Oder den Schritt oder der nächste Schritt. Ja, also um das nur abzukürzen, wir wollen im Laufe der Woche, spätestens Ende nächster Woche, die Unterlagen, die Arbeitsanleitungen Schritt für Schritt abgearbeitet werden kann, fertig haben. Also eine Vorabversion zum Wochenende und die Reinschrift dann Ende nächster Woche. Weil wir müssen sie eine Woche ins Netz stellen, damit die Leute, wenn die nochmal drüber gucken können, Fehler ausmachen und so weiter. Also es soll nicht alles von mir abhängen, sondern es sollen viele mitarbeiten, weil ich kann es alleine sonst nicht schaffen. Und wir müssen die Arbeit verteilen, weil wir sonst nicht rechtzeitig fertig kriegen. Ist mir klar. Na? Und wir fragen ja hier nicht weiter, sondern lasst es einfach mal warten. Ende nächster Woche ist damit zu rechnen. Also ich will versuchen, die Unterlagen vor dem 5. Mai fertig zu haben. Weil am 5. Mai will ich dann nach Linz fahren und denen das mitnehmen. Damit die dort, wenn sie wollen, gründen können. Dann warte ich nochmal und melde mich nochmal. Ja, ich nehme an, wir haben ja heute schon 19. Also wieder frei für andere Frage. Naja, wir haben ja heute 19, also 10 Tage drauf sind wir ja schon. Naja, klar. Ich wünsche einen schönen Abend. Ja, danke. Gut. Ja, tschüss. Ja, tschüss. Ja, gut, geht ja ganz gut. Und es lädt, also haben wir auch keine Probleme jetzt erstmal mit dem Ladestand. So. Ich kann leider den Chat jetzt nicht mitlesen. Das geht einfach zu schnell, weil es sind sehr viele hier, die hier schreiben. Ich muss sehen, ob ich das ein bisschen vergrößern kann, ja, die ganze Sache. Das ist ein bisschen schwierig, ja. Ich versuche mal, das irgendwie auf dem großen Bildschirm ein bisschen schöner hinzubringen, aber... Aha, hier geht es. Gut, alles klar. Machen wir das. Ja, hallo? 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 Ja, hallo, hier ist live die Sendung. Ah, ich bin in der Sendung. Okay, ja, das ist dann hier zeitversetzt, deswegen.
Ja, es ist ein bisschen dauert ein bisschen. Also, meine Frage, Bundesmeldegesetz, ja. Danach sollen wir uns ja hier den Personalausweis, auf Personalausweis abgeben. Hm? So, jetzt habe ich das gemacht, versucht. Jetzt hat die Dame, ich bin hier in diesem kleinen Dörfchen, jetzt hat die Dame natürlich ein Problem gehabt, weil ich gesagt habe, Status Deutsch, das muss irgendwie da drin stehen. Ah, steht nicht, steht nicht, steht nicht. Dann hat die angerufen, noch irgendwo weiter, höhere Ortschaften und weißt du, das hat auf jeden Fall mir nichts machen können. Die hat gesagt, ich kann Ihnen nur eine erweiterte Meldeauskunft geben. Hm. So, mit dieser erweiterten Meldeauskunft, da steht ein rechter Scheißdreck drin mit Status oder sowas. Mhm. Also, es wäre gut, wenn man, wie sollen das aussehen, diese Datenvollauskunft? Also, wenn du da mal, du hast gesagt bei dir, es gibt solche Dinger schon, dass ich mal was haben könnte, um das vorzulegen. So sieht das aus, sowas will ich haben. Ja, also, weil man darf diesen Menschen auf den Ämtern eigentlich gar nicht so sauer sein. Das ist, wie gesagt, eine kleine Gemeinde, die will ihr Bestes machen und die kann eben nicht mehr. Ja, so. Also um es mal in der richtige Richtung zu bringen. Also, es gibt Meldedaten und da gibt es eine einfache und eine erweiterte Meldeauskunft. Aber das ist nicht die Datenvollauskunft. Die Datenvollauskunft geht nicht nach einem Meldedatengesetz oder Meldegesetz, sondern nach einem Bundesdatenschutzgesetz. Nach dem Bundesdatenschutzgesetz ist es, glaube ich, § 19 und 34, wonach du eine Auskunftspflicht hast, welche Daten über dich gespeichert werden und vor allen Dingen auch, wo sie herkommen. Da sind sie dazu verpflichtet. Wenn Sie das nicht in Ihrem Programm drin haben, müssen Sie es im Bundesmeldegesetz, Daten A34, alles gesagt. Und ich konnte mir dann nur, ich kann nur bei mir Eingriff nehmen, bei mir hier vor Ort in das Melderegister. Die müssen die gesamten Daten offenlegen, auch dort, wo die Daten her sind, wer die dort eingetragen hat. Und da kriegt ihr auch raus, wer euch die Staatsangehörigkeit Deutsch eingebrockt hat. Das müssen die offenlegen. Das ist im Bundesdatenschutzgesetz so vorgesehen. Und der ist dafür verantwortlich, das zurückzudrehen. Und ich würde mal einen Tipp abgeben, der Herr Peterlini im Bundesverwaltungsgericht. Das ist derjenige, der für uns alle diesen Mist verbockt hat. So, mein Problem ist jetzt, wenn ich da wieder aufschlage, dort im Amt, so, dann sage ich, hallo, Bundesmeldegesetz, es ist Tatsache, 34, es muss funktionieren. Ich komme aber nicht weiter vorwärts. Nee, Bundesdatenschutzgesetz, 34. Muss ich das machen, damit es funktioniert, oder... Nee, Bundesdatenschutzgesetz, § 34 und 19. Nicht Meldegesetz. Genau, das habe ich der Dame gesagt, aber die kommt nicht weiter. Die sagt, ich kann mit 10 nur das rauskommen, das Melderegister. Mehr geht nicht. Nee, Meldegesetz interessiert ihr nicht. Bundesdatenschutzgesetz aus dem Internet ziehen, ausdrucken und genau das verlangen, was da drin steht. Die sind verpflichtet, das zu liefern. Okay. Die müssen sich einen Kopf machen, weil du musst rausfinden, wer dir die Staatsangehörigkeit Deutsch eingeschenkt hat. Und der ist verantwortlich, das in Ordnung zu bringen, weil das auch Kosten entstehen können. Ja, weil ja dir Schaden entsteht, wenn sie dir eine Hitler-Staatsangehörigkeit aufs Ohr drücken. Und der, das ist der Vollhafter, der muss dafür gerade stehen. Arme Sau. Okay, super. Jetzt habe ich hier die Vorrednerin, die mit dem gelben Schein. Erstmal wichtig, den gelben Schein weg. Jetzt war hier in dem Chat, wie kriege ich den weg? Ich war hier auf so einem Wochenendseminar, da wurde das auch angesprochen. Anscheinend kriegt man die Einträge vom gelben Schein nur weg, wenn man einmal ins Ausland geht, sich dort anmeldet und wieder zurückkommt. Nee. Das ist mein Wissensstand, was ich da habe. Aber Ausland kann auch hier in Deutschland ja sein. Nee, also einfach nur Bundesverwaltungsamt anschreiben, dass das ungültig ist. Also in Mitteldeutschland ist es ja einfach, weil wir haben keine Rechtsnachfolge gemacht. Es ist völlig klar und eindeutig, dass wir in Mitteldeutschland keine Rechtsnachfolge von 33 bis 45 haben. Ne? Weil es gibt auch keinen Einigungsvertrag, der ist 1991 auch gelöscht worden. Der 2+4-Vertrag ist nicht ratifiziert. Also da ist nichts gelaufen. Das ist noch alles noch so, wie 1990 das mal war. Da hat sich nichts geändert. Das, was sie uns erzählen, dass sie ja Bundesrepublik sind, das ist eben die Politik, die Lügerei. Ne? Der Russe hat das nicht erlaubt, weil der mitgekriegt hat, was ja grundsätzlich schief läuft. Und der muss uns nach dem Friedensvertrag von Brest-Litovsk, Artikel 8, in die Heimat zurückschicken. Da ist der Russe verpflichtet. Für seine Besatzungszone. Ami interessiert das nicht. Er will ja bei uns bloß Bodenschäfte und Arbeitsressourcen klauen. Der hat sich noch nie an Völkerrecht interessiert. Das siehst du im Irak, das siehst du in Syrien und in anderen Ländern. Aber der Russe hält sich schon weitgehend dran. Und das ist eben das, wo man dann sagen muss, na gut, wenn Mitteldeutschland diese Rechtsstellung zugestanden werden muss, dann muss es von Rest von der Bundesrepublik
den anderen auch zustehen, weil ein Gleichbehandlungsgrundsatz vom Grundgesetz greift. Ja? Und das ist ja von der Bundesbehörde das sogenannte Bundesverfassung, ein Wort. Ja? Also eine AGB ist die Bundesverfassung. Das wissen wir aus dem Lehrmaterial, was für die Bundeswehr ausgegeben hat. Der Bundeswehr erzählen sie, dass das Grundgesetz die Bundesverfassung ist. Also ungefähr so wie das Statut eines Fußballvereins. Ja? Nach deren Regeln müssen die sich verhalten. Das ist eine Machung, wissen wir alle. Okay. So, meine nächste Frage, also ich muss von meiner Gemeinde, über 50% müssen Deutsche sein, also Bundesstaatsbürger, und dann kann ich erst ein Siegel machen. Nee, ist nicht so. Dass in unseren Bundesstaaten Leute leben, die illegal hier sind, muss sich nicht interessieren. Ja? Es sind alle nur wahlberechtigt, die an dem Tag vom 17. zum 18.07.1990 gemeldet waren. Das ist der Verfassungsnotstand. Ja? An dem Tag ist es Stichtag, wo nach 69 Tagen die Verfassungswahl stattfinden muss. So. Wenn du in dieser Nacht gemeldet warst, hast du erstmal formal die Rechtsstellung. So, und alle anderen, die nach Rüstag Deutsche sind, und alle anderen sind erstmal nicht wahlberechtigt. Keine EU-Bürger und keine, wie nennt es das hier, Gastarbeiter. Die sind alle nicht wahlberechtigt. Das sind alles bundesdeutsche Regeln, die aber aufgrund eines Wahlgesetzes gemacht worden sind, was nach der Rechtsprechung im Bundesverfassungsgericht vom 25.07.2012 eben nicht legal war. Weil die Bundesrepublik nicht berechtigt war, ein Wahlgesetz zu ändern, was die Staatsangehörigkeit beeinflusst. Das haben sie einfach nicht gedurft. Die haben das zwar gemacht, aber haben es nicht gedurft. Und da hat das Bundesverfassungsgericht dann 2012 die Notbremse gezogen. Gut, also ich will ja hier die Gemeinde reaktivieren. Ich hoffe, dass ich das dann schaffe, dass ich ein Siegel bekomme hier, dass ich genügend Leute habe, dass ich dann auch ein Recht habe, ein Siegel zu haben. Ja, genau. Das war eigentlich meine Frage, wie viele Leute von der Gemeinde, wie viel Prozent brauche ich, dass ich überhaupt dieses Siegelrecht habe. Ja. So, und dann, wenn ich dieses Siegel sogar haben sollte und damit Sachen bestätigen kann, ja, wie das hier anscheinend hier die Gemeinde Chiemgau und solche Sachen macht. Es gibt ja hier welche, die wo Gemeinden aktivieren über Mensch. Ja, funktioniert nicht. Welche Rechte habe ich dann überhaupt? Also ganz einfache Sache. Solange ich hier keine Polizei habe oder nichts, Nee, funktioniert anders. Also du musst eine Einladung zum Referendum machen. Da musst du erstmal grundsätzlich alle einladen, die in dem Gebiet wohnen. Ja? Und musst sie auffordern, ihre Unterlagen für die Staatsangehörigkeit der Wahlkommission vorzulegen. Und du setzt eine Frist von wenigstens 3 Monaten. Also wo die klären können, sind sie wahlberechtigt oder nicht. Und da musst du dann eine Adresse benennen, wo jedes Wochenende wenigstens ein paar Personen da sind, die Unterlagen durchsehen, und dann kriegen die dort einen Bescheid. Sind wahlberechtigt, sind nicht wahlberechtigt, sind nach Rüstag, haben die Rechtsstellung nach Rüstag, waren am Stichtag da, und die müssen dann, es muss auch in der Einladung drinnen stehen, die müssen den Nachweis erbringen, dass sie an einem Stichtag in der Bundesrepublik oder in der BRD gemeldet wurden, damit sie die Rechtsstellung kriegen, auch mitwählen zu dürfen, weil die Leute hätten sie beim Verfassungsnotstand mitfragen müssen, welche Verfassung wollen sie denn. So funktioniert das. Und von denen, wo festgestellt worden sind, die sind wahlberechtigt. Das ist die Anzahl der Wahlberechtigten, und von der Anzahl der Wahlberechtigten musst du mehr als die Hälfte erreichen. Das ist aber nicht weiter schwer, weil viele sagen, na, es gibt nicht die Verwässerwahl, und werden einfach nicht kommen. So, ne? Von denen, die da waren, müssen mehr als die Hälfte dafür sein. Die nicht da sind, sind Stimmenthaltung. Hat sich die Sache auch erledigt. Du musst aber, darfst nicht mehr Nein-Stimmen als Ja-Stimmen kriegen. So, und dann ist die Sache erledigt. Das Problem sein. Jetzt habe ich auch gut, okay, jetzt habe ich das geschafft. Lass doch mal 12 Ja-Stimmen kommen und 3 Nein-Stimmen. Ohne Polizei, ohne Staatsgewalt geht ja gar nichts. Ja, oh, du brauchst doch, Mann, wenn du eine Gemeinde hast mit 1000 Leuten, und lass mal bloß 80 kommen. Solange wie 50 dafür sind und 40 dagegen, hast du doch kein Problem. Ja gut, dann habe ich das Bodenrecht, dann kann ich auch andere Sachen durchsetzen hier. Zum Beispiel, ich kann sagen, wer in der Gemeinde bleiben darf oder wer nicht. Und solche Sachen habe ich ja dann alles. Du musst im Prinzip andere Ausweise ausstellen. Und ja, nee, du musst mit diesem Wahlergebnis, da musst du dann noch eine Wahlprüfung machen, also dass da keine Beanstandungen sind. Innerhalb einer Woche haben die Frist, wo sie Wahleinsprüche machen können. Und nur die an der Wahl teilgenommen haben, können im Prinzip, oder wahlberechtigt werden, können Wahleinsprüche machen. Also die Gastarbeiter sind, die können keine Wahlanfechtung machen. So. Ja, so, und wenn dann keine kommt... Anders formulieren.
wie werde ich dann den Bürgermeister hier los? Weil der wird du brauchst gar nicht, du stellst einfach Ausweis. Nee, du brauchst nicht loswerden. Was, du hast hier die Gemeinde aktiviert? Moment mal, so einfach ist das nicht. Also, erstmal machst du die Aktivierung und wartest die Woche ab wegen der Wahlanfechtung. Du musst, wie gesagt, aber alle eingeladen haben. Und dann zählst du das Ding aus, wirst das Wahlergebnis veröffentlichen. So, dann haben die eine Woche Zeit, sich zu melden. Wenn sie es nicht machen, ist es denn ihr Problem. Und dann gehst du los zu deinem Siegelfritze und lässt du das machen. Mit dem gewonnenen Referendum, Modus Krim, ja, hast du das Siegelrecht. Und damit kannst du staatliche Ausweise austeilen. Und nichts anderes. Und wenn sie es verpennen sie es eben. Das ist doch nicht denn ihr Problem. Der Bürgermeister kann ja weiter im Amt sein, aber du hast die Gemeinde aktiviert, du hast dann die Staatsgewalt, genau in dem Moment. So, und dann, wenn du die Ausweise ausgestellt hast, kannst du im Prinzip nach Rustag Ausweise ausstellen. Und die Bundesrepublik muss genau in dem Moment auch deinen Reisepass berichtigen, ne? Weil ja dann eine Feststellung passiert ist. Du hast ein Referendum gemacht, hast das Siegelrecht, hast eine Feststellung gemacht, jawohl, Rustag, und da müssen sie es eintragen. Und da müssen sie sich auch aus dem ganzen Nazi-Staatsangehörigkeitsmist rauslassen. Die sind so verpflichtet. Und wenn ne, gehst du zum Besatzer und ziehst dann eine über. Weil das ist dann Besatzungsrecht. Ja? Der Besatzer muss nach Haager Landkriegsordnung Artikel 43 dir das Landesrecht gewähren. Und nach Landesrecht hast du über Referendum die Rechte über das Gebiet. So, und dann wählst du einen Verweser. Und mit dem Verweser und der Festlegung, welche Verfassung gilt, wird das Grundgesetz über Artikel 48 für deine Gemeinde außer Kraft gesetzt. Und damit ist der Bürgermeister raus. Ganz einfach. So läuft das dann. Da kann dann irgendwie rumspucken oder was weiß ich, da kannst du dir dann eine Ordnungsgruppe holen und kannst dann an die frische Luft setzen. Mit Gewalt, wenn es sein wird. Ja, das darfst du dann. Aber nur der Verweser darf das. Der Verweser des Gebietes. Theoretisch, dann sind wir ja alles dann hier Deutsche, in Anführungsstrichen. Dann sind wir ja diese 100% Deutsche, um eine eigene Verfassung wieder zu machen, um ganz Deutschland zu befreien. Wir brauchen ja keine neue Verfassung machen, wir haben ja eine Verfassung. Wir müssen eine Änderungsgesetzgebung zur Verfassung machen. Und zwar auch in Bezug auf die Staatsangehörigkeit. Weil wir haben ja nun mal nicht in der kaiserlichen Marine gedient und hätten sonst unsere Staatsangehörigkeit verwirkt. Aber es ist ja nicht unser Problem, wenn sie uns nicht mustern. Ja? Also solche Sachen müssen geändert werden. Da müssen wir mal die kaiserliche Verfassung durchgucken für den Staatenbund und die 1848er für die Länderverfassungen. So, und die werden dann erstmal in Kraft gesetzt. So, und wenn die Leute dann meinen, dieses und jenes müssten wir ändern, also die Frauen sollen mitwählen oder dieses und jenes, Rentenregelung oder so muss geändert werden, dann kann das der Verweser ausfertigen. Und das ist das, was gilt. So, und da wird es immer Idioten geben, die dem alten Bürgermeister noch hinterher rennen. Ja, dann müssen sie es eben machen. Aber du hast das Recht, auf die Staatskasse Zugriff zu erlangen über das Auslandskonto, was bei der BITS ist, und kannst dir deinen Staat auch mit Geld versorgen, und zwar mit richtigem Geld. So, das ist dann erlaubt. Jetzt habe ich noch so, eigentlich ist doch ein Putsch. Der Max von Baden, wenn der damals diesen Putsch gemacht hat, warum soll das rechtskräftig sein, dass es eben nicht so ist? Nee, der Max von Baden hätte über eine Verweserwahl Verweser sein müssen. Er hätte im Prinzip alle an die Wahlurne holen müssen. Zum Beispiel hätte er am 28. Jahr den Ausruf machen können, bitte begebt euch alle nächste Woche oder nächsten Sonntag zur Wahl. Wir müssen jetzt einen Verweser wählen. Weil der Kaiser wird beschuldigt, der hätte uns alle in den Krieg gebracht. So, das hätte er ja machen können. So, da hätte er wahrscheinlich eine riesengroße Ohrfeige vom Volk gekriegt, weil das Volk mehrheitlich unter dem Kaiser gestanden hat. So, aber die Soldatenräte haben eben die Waffen gehabt. So, das ist der entscheidende Punkt. Und da hat das Ding eben eine andere Wendung gehabt. Und die Parteien haben uns verraten, das muss man auch dazu sagen. Die haben einen nicht unwesentlichen Anteil daran, dass die Weimarer Republik entstanden ist. Ja, und wenn es das Volk damals so geduldet hat, muss es eine Entscheidung geben, dass es heute eben nicht mehr so ist. So, und diesem Zustand dient das Referendum. Aber das musst du eben richtig formulieren und du musst da die alte, preußische Wahlgesetzgebung ziehen und gucken, wie die Wahlregelung dort war. Und diese Wahlregelung musst du eben bei dem Referendum zur Auslage bringen, damit die Leute sich das angucken können. Also würdest du dann Download machen, was auch immer. Wenn die Leute sich die Wahlgesetzgebung angucken. So, und dann wird der Wahltag sein und dann wirst du sehen, was dort passiert. Und eine Ordnungsgruppe wirst du brauchen, weil du sonst die Antifanten und ähnliche Leute dort aufschlagen und Stimmung machen. So, aber ja, das ist eine Wahl. Ein paar Leute um mich schauen. Ja, das ist. Finde ich das, dass ich mir dann den Download, dann tue ich den Handzettel für meine Region noch mit dazu und dann geht's hier ab. Naja, so, und du musst ja. Du musst ja die Mark. Hast du mal erwähnt, die wäre noch gültige Währung? Ich finde einfach nichts im Internet darüber.
Naja, das ist einfach das nicht. Die Bundesrepublik hat zum Beispiel die Genfer Konvention unterschrieben. Und in der Genfer Konvention und in der Europäischen Menschenrechtskonvention steht drin, dass wir uns einen gesetzlichen Gesetzgeber wählen dürfen. Und wenn das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass der Bundestag kein gesetzlicher Gesetzgeber ist, ist es so, dass wir uns ihn wählen können. Ne? So, und wenn es einen gesetzlichen Gesetzgeber ist, kann der Gesetze machen, da haben sich alle dran zu halten und der Besatzer hat es durchzusetzen. So, und nun ist es so, dass der Putin sich überlegt hat, also wenn die Bundesrepublik jetzt hier Rambazamba macht und Systemkritiker bedroht, dann würde er Ostpreußen diesen Leuten zur Verfügung stellen, zum Einwandern. Und die würden dann die Bundesstaatenangehörigkeit von Ostpreußen kriegen. Das ist dann die Option, die Putin dann vorgesehen hat. Da kannst du dir natürlich vorstellen, was dann passiert. Mhm, glaube ich. Das wäre dann ein politischer Putsch gegen Nagel. Warum die Mark, die wo damals geltlich gültiges Zahlungsmittel war im Kaiserreich, ist sie noch. Warum die auch immer noch gültiges Zahlungsmittel sein soll? Also es gibt keine kaiserliche Verordnung, wonach die außer Dienst gestellt wurde. Aber du kannst natürlich von dem Federal Reserve System nicht verlangen, dass sie dir Kurse stellen. Das musst du dann schon selber machen. Also musst du im Prinzip eine Börse aufbauen und einen Server aufsetzen, der den Umrechnungskurs von kaiserlicher Mark noch Dollar macht. Und dann kann der Federal Reserve dir auch Kurse stellen. Genau, aber das musst du selber Sache, organisieren. Das ist Sache, die der Verweser machen muss. Ich hoffe, du bleibst gesund und du wirst nicht auf einmal von der Bildfläche verschwinden. Und deswegen wünsche ich dir alles Gute, viel Gesundheit und viele, viele Schutzengel. Ja, nee, aber das ist doch nicht meine Aufgabe. Der Verweser entscheidet, welche Währung gilt. Und wenn ich meinetwegen das zu entscheiden hätte, ich würde als erste Maßnahme Schweizer Franken als Zahlungsmittel einsetzen. Weil mit Euro brauchen wir hier nicht weitermachen. Das hat keinen Zweck. Schweizer Franken. Na? So. Und wenn die Britz-Währung da auf den Weg gebracht worden ist, dann wäre es eben die. Na? Da gibt es kein Problem. Also der Russe und China und Südafrika und Brasilien werden diese Britz-Währung auch als Scheine raus, also als Banknoten rausgeben. Wir sind ja momentan dran, das jetzt zum Laufen zu bringen, aber für die Übergangszeit wäre Schweizer Franken ein gängiges Zahlungsmittel und dass es funktioniert, zeigt ja die Exklave im kleinen Walsertal, was zur Bundesrepublik gehört, aber Schweizer Franken als Zahlungsmittel hat. Und genau das weitest du aufs gesamte Bundesgebiet aus, denn wenn es für die gilt, muss es für uns auch gelten. Grundgesetz. Batsch. So, wie gesagt, alles Gute dir, pass auf deine Gesundheit auf. Also werde ich bei euch aufschlagen und mal meine eingesammelten 1-Euro-Stücke für den Kaiserrundfunk spenden. Naja, wir haben die Technik, die jetzt hier steht, die ist alle Schenkung ins Kaiserreich. Also das gehört nicht mir. Ne? Das, was jetzt hier steht, was du siehst im Bild, das sind diese Schenkungen ins Kaiserreich. Da hat niemand hier was zu finden. Also dann, ja, ist es dann eine Waffenstillstandsverletzung. Das ist dann so. Okay, ich möchte jetzt aber jemand anderes noch die Möglichkeit geben, naja, anzurufen. Ja, klar, kein Problem. Dankeschön. Jo. Naja, ja, also da bin ich schmerzfrei. Ja, gut, also wurde auch im Chat erwähnt, also die Mark ist nicht außer Dienst gestellt, aber es gibt natürlich keinen Umrechnungskurs zum Dollar. Aber wir wissen ja, dass die kaiserliche Mark eine Golddeckung hatte. Kaiserliche Mark. Also, ja, hallo? Uwe, ja, Daniel ist hier. Ja, hallo. Sascha, hör mal, ich hatte schon zweimal eine Mail geschickt. Ich habe so ein bisschen Probleme mit meiner Staatsbürgerschaft. Staatsangehörigkeit, meinst du? Ja, genau. Ja. Und zwar ist es so, dass meine Familie aus Württemberg 1803 ausgewandert ist ins Schwarzmeergebiet. Und ich kann also meine Ahnentafel bis dahin zurückverfolgen. Hätte aber jetzt, also ich habe jetzt nicht, also ich weiß nicht, gilt das dann überhaupt als württembergisch oder ist es dann irgendwo jetzt das, was ich eher dann hier habe oder? Für die Leute, die auswandern, ne? Und wie ich das nachweise, beziehungsweise wie das für mich läuft. Ich hatte, wie gesagt, zweimal eine Mail geschrieben, das zweite Mal nur in Stichworten, weil es halt was umfangreicher ist. Und bin da ein bisschen ratlos. Also ohne das kann ich ja gar nicht anfangen. Ja, also nochmal, das habe ich irgendwie den Faden verloren.
Also ich habe jetzt hier im Chat noch, also nochmal, wenn du außerhalb von den Grenzen von 1914 dich anmeldest und länger als ein halbes Jahr dort wohnst, verlierst du erstmal die Bundesstaatenangehörigkeit. So, aber der Verweser wird natürlich dir die Wiedereinbürgerung machen, wenn du plausibel begründet wird, dass du aufgrund der politischen Verhältnisse, die nun mal in der Bundesrepublik herrschen, das nicht anders konntest, weil das einfach nicht diesen Wahnsinn, der jeden Tag mit den Leuten gemacht hat, aushältst. Das wird man dir auch glauben. Ja? So, also die in Namibia ausgewandert sind, die sind ja noch in den Grenzen 1914. Auch alle, die in den Schutzgebieten sind, die innerhalb des 27.10., also die Gebiete, die am 27.10. noch Schutzgebiet waren, die sind alle noch in den Grenzen des Kaiserreichs. So, dann gibt es die Gebiete, die in Polen liegen, aber zu den Grenzen von 1914 gehören, die würden dazu gehören. Und eine Aussiedlung nach Elsass-Lothringen würde auch dazu führen, da würdest du den französischen Pass kriegen, aber du würdest innerhalb der Grenzen von 1914 wohnen. Und das haben wohl einige jetzt entdeckt, dass das funktioniert, weil bei Friedensvertrag muss Elsass-Lothringen wieder rausgegeben werden und das Saarland wird wieder französisch. Odessa ist das jetzt nicht. Also ich habe das, was ich jetzt an Urkunde, das älteste habe, ist von 1942 von meinem Urgroßvater. Da kriegt er bescheinigt, dass er Volksdeutscher ist und unter dem Schutz des Großdeutschen Reiches steht. Ja, zählt nicht. Also es zählt der Rechtsstand. Der ist nicht mehr da. Ja. Also das ist also vom Blut her alles halt deutsch, weil die sind, also es gab ja sogar irgendwo an der Wolga auch eine deutsche Republik, ja, die da gemacht haben. Da waren meine Leute jetzt aber nicht drin. Komme ich dann zurück nach Württemberg oder wo die Leute? Naja, entscheidend ist, was das Rustag sagt. Das Rustag sagt, wer freiwillig eine andere Staatsangehörigkeit annimmt. Und wenn du nach Russland auswanderst, hast du die russische Staatsangehörigkeit freiwillig annimmst, dann verlierst du die. So. Und da du dich ja nach einem halben Jahr ummelden musst, weil ja dein Visum ja nur ein halbes Jahr gilt, ne? Weil das Visum der Bundesrepublik, also die Bundesrepublik bürgert dich aus, wenn du länger als ein halbes Jahr im Ausland bist. Es sei denn, du reist wieder mal kurzzeitig ein. Ich bin ja hier geboren. Meine Vorfahren sind ja 1800 irgendwann drei. Alles klar, dein Geburtsrecht hast du, kein Problem. Aber das Problem ist, dass du deine Staatsangehörigkeit erstmal verlierst. Und du musst dann erstmal wieder eine Wiedereinbürgerung machen. Also eine Staatsangehörigkeit verlieren ist eine Wiedereinbürgerung. Ist ein reiner Verwaltungsakt. Und wenn nichts dagegen spricht. Und jetzt im Moment überhaupt? Und ne? wo kann ich mich denn wieder einbürgern? Ja, Wiedereinbürgerung kann dich nur die Wahlkommission. Die kann dir die Rechtsstellung der Wiedereinbürgerung geben. Allerdings wird es schwierig, wenn du irgendwo im fernen Landen bist, dort einen Wahlschein zu kriegen. Das wird ein bisschen schwierig. Ich bin ja hier im Rheinland, ja. Ja, ne? So. Also, ich bin ja auch hier geboren. Mein Vater ist auch hier auf dem Bundesgebiet geboren. Nur mein Großvater, da fängt es halt an, der ist halt im Schwarzmeergebiet geboren. Ja, na gut. Also hier schreibt einer, dass das Haus des Kaiserreichs untergegangen wäre, ist also nicht so. Ja gut, alles klar. Also nochmal, es zählt das, was im Rüsttag steht und die Einbürgerung. Kann ich jetzt gar nichts machen, sondern muss warten, bis die Wahlkommission zum Laufen gekommen ist. Als Referendum durch ist und die Wahlkommission, die kann dir eine Bescheinigung geben, dass du die Rechtsstellung nach Rüsttag hast. So, und dann, wenn du die hast und ein Stück weg bist, dann hast du erstmal einen Grund bei der Bundesrepublik, dir das in deinen Reisepass eintragen zu lassen. Das sind sie auch verpflichtet. Denn die müssen nach Genfer Konvention die korrekte Staatsangehörigkeit feststellen. Und wenn sie Deutsch reingeschrieben haben, ist es das Gleiche, als wenn sie nicht festgestellt wäre. Dann nehmen die an, dass du die vom Nazi hast. So, das ist der Punkt. Ja? Okay, die vom Nazi ist Deutsch. Naja, der Deutsche war auch am 5.2.34. Also mein Vater hat noch einen Reisepass, da steht drin, also einen alten, grünen, da steht drin, der Inhaber ist Deutscher. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Also die Wahlkommission ist diejenige, die die Rechtsstellung machen kann. Und dann musst du erstmal die Verweserwahl machen und dann macht der Verweser die richtige Einbürgerung in der Reihenfolge. Weil die Wahlkommission darf nicht in die Verweserrechte eingreifen. Die ist nur dazu da, im Verfassungsnotstand zu heilen. Also die Wiederwahl zu organisieren.
Ja? Und die machen aber eine Wegstellung aus dem Wahl... Und Wahlkommission muss die hier im Ort sein? Oder muss ich jetzt darauf hoffen, dass hier im Ort jemand das macht? Oder du musst 11 Leute finden, die sagen, ich möchte für diesen Bundesstaat eine Wahlkommission machen. Und wenn es in diesem Bundesstaat noch eine weitere ist, gibt, dann müssen sie sich über die Siegelgebiete einig werden. Wer macht welches Siegelgebiet? So, wenn es 2 gibt, werden sie sich das Gebiet teilen. Wenn es 4 gibt, wird es geviertelt und so weiter. Die müssen sich untereinander absprechen, weil die müssen die Sperrlisten führen. Muss ja gewährleisten, dass wenn jemand umzieht oder sich umgemeldet hat, dass alle Wahlkommissionen in ihrem Bundesland erfahren, wenn er ein Sperrvermerk hat. Also wenn er in einem anderen Bundesstaat die Rechtsstellung beantragt hat. So, und okay. da müssen wir uns irgendeine Software stricken, die das kann. Aber das kriegen wir dann schon hin. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit dazu. Also es ist jetzt nicht so, dass das jetzt morgen wäre. Preußen, also jetzt, ich glaube, ich bin nicht, also Rheinprovinz ist irgendwann Preußen angegliedert worden. Bin ich dann Preußen oder da, wo meine Leute ursprünglich herkommen sind? Ja, wenn dein Geburtsrecht in Preußen ist, hättest du dein Geburtsrecht in Preußen und mit diesen Unterlagen, deiner Geburtsurkunde, was weiß ich, gehst du zu einer Wahlkommission und sagst, du hättest gerne die Rechtsstellung für den Bundesstaat, wo du jetzt wohnst. Weil dort hast du dich jetzt niedergelassen und dann würdest du in Preußen ein Sperrvermerk kriegen und in deinem neuen Bundesstaat deine Rechtsstellung nach Rustag. So. Und das bleibt so lange, bis du was anderes machst. Ne? So. Und dann müsstest du zu deiner Meldestelle gehen, müsstest das Formular vorlegen, weil es ist das offizielle Siegel des Bundesstaates und die müssen das in deinem Reisepass eintragen. Wenn sie es nicht machen, macht es die Wahlkommission und halt den Stempel in rein. Fertig. Okay. Ne? Weil die Bundesrepublik muss sich an die Notstandsgesetzgebung 1914 halten und die haben auch die staatliche Ordnung zu gewährleisten. Und die staatliche Ordnung sieht vor, dass jeder eine Bundesstaatenangehörigkeit hat. Und wenn die Bundesrepublik das nicht macht, muss sie für die Rechtsfolgen einstehen. Also für alle Pfändungsurteile und alle Scheinurteile und alle UWIGs hat die Bundesrepublik am Ende dann zu zahlen. Ja, wenn sie es so machen, wenn sie keine kaiserliche Verfügung auf den Weg bringen, müssen sie dafür haften, weil die kaiserliche Verfügung ist diejenige, die den Verwaltungsakt in Gang setzt. Habe ich bis jetzt noch keine gekriegt. Also ich kriege mein Geld irgendwann wieder. Okay. Ja, ne, ist ja keine rechtmäßige Verwaltung. GVW hat die Bundesrepublik als Verwaltung bestellt. Also nee, ich wüsste nicht. Natürlich. Das haben die sich einfach selber ausgedacht. Ja, okay. Naja, und das müssen dem Chaos müssen wir eben erstmal das Chaos beenden, okay, also indem muss, wir einmal erstmal eine ordentliche Struktur haben. Vielleicht irgendwann hast du Zeit, kannst du mir ja gerade die Mail mal beantworten. Ich kann die auch nochmal schicken. Heute, dann hast du sie nochmal oben und dann mach ich jetzt die Leitung. Ich danke dir. Schick's einfach mal in feedback@jonacast.com. Aber erwarte nicht, dass ich heute 23 Uhr das beantworte, weil ich muss morgen früh wieder auf Dienstreise. Ich bin heute ja nur für die Sendung. Ja, also ich muss hier ja warten. Also komm nicht auf den Tag oder eine Woche an, nur halt irgendwie mal. Schick's mir ein Feedback. Ja, wie gesagt, ich habe nur für die Sendung heute die 200 Kilometer zurückgelegt und muss dann morgen wieder los. Okay, kein Problem. Na, dann mache ich die Leitung frei. Ich danke dir. Ciao, ciao. Ja. Naja, geht ja ganz gut. Wir müssen das noch ein bisschen hindrehen hier mit unserer Niere. Ja, zwischendurch, Friedrich Roder hat uns hier jemand ein Mischpult geschenkt. Ja, hier, kaiserliches Recht, sieht so aus. Seht das alle? Ich halte es mal hier in die Kamera. Meine Geschichte. Und das Ding wird am Donnerstag mit zu so einer Bürgerveranstaltung gehen, wo wir dann die Leute mal richtig informieren, was hier los ist. Mal sehen, wie viele da kommen. Wird bestimmt eine spannende Geschichte. Ja, gut. Gibt's Fragen? Ich lese mal vor. Sind die gegründeten Gemeinden nach Menschenrecht gültig? E-Mail geschickt, kann man sich mal, ist ja wahrscheinlich ein Hopfwein. Ja, also wir wissen es noch nicht genau, in der Nähe von Pößneck wird die Veranstaltung sein. Ja, die Frage jetzt gerade kam. So, wenn sich ein Verein Kaiserreich nennt, auch Amtsanweisung, nenne klar, ich meine, ja, funktioniert nicht. Also das Kaiserreich ist eine Bezeichnung von Staat und wenn jemand sagt, ich bin ein kaiserlicher Amtmann und hat eben keine amtliche Zulassung, ist es natürlich Amtsanweisung. Eindeutige Frage. C. Eine Frage. Wegen der Adligen könnte man ja auch mal bei Elsässer anfragen. Da hatte ja mal den Enkel vom Kaiser und dann so auf einem Treffen. Ja, also es gab
ja, noch diese alten Adelsgeschlechter, die Welfen und die Hohenzollern und was es alles so gibt. Und zwar alle. Es gibt über dem Volk, die gröbsterweise missachten, die das Ding durch, also die das Volk durch die schwere Zeit tragen und die auch mal ein paar persönliche Rückschläge einnehmen und die sich nicht an das System verkaufen. Das ist eine ganz einfache Sache. Wenn sich dann sollte irgendjemand finden, der ein Repräsentant einer Monarchie wäre, und da gibt es durchaus Leute, also zum Beispiel der König Spanzer, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, müsst ihr einfach mal bei Google eintippen. Das wäre jemand, wo ich mir sagen könnte, der wäre ein guter Repräsentant für Staatsempfänge, aber die Leitlinien der Politik, das ist schon jemand, der das Herz auf dem richtigen Fleck haben müsste und eben für das Volk einsteht und auch da ein persönliche Opfer bringen muss, das wäre der richtige Mann. Und der vor allen Dingen auch ein charismatisches Empfinden hat, was geht und was nicht, und der eine Vision hat. Und mir fällt jetzt in der jüngsten Geschichte niemand ein, also in der Bundesregierung fällt mir niemand ein, der das hätte. Also es wird wohl jemand aus dem Volk sein. Wird nicht anders gehen. Aber die Leute gibt's. So, noch eine Frage. Naja, gut. Was bringen? Ja, also nochmal, wo die R12 wäre. Also es gibt die zwei Anlagen von R12, und zwar die Anlage A1 und A2. Die kann man bei kaiserrundfunk.com im Downloadbereich finden. Die eigentliche R12 wird nochmal überarbeitet, weil die Rückmeldung von den Leuten, die A11 abgegeben haben, noch nicht alle rein sind. Ein paar haben wir schon, aber wir würden das dann dort einarbeiten und das wird dann Ende nächster Woche fertiggestellt. Also wir wollen gerne noch die Änderungen noch mit reinbringen. Und die Anlagen, da wird es jetzt in Kürze eine A3 geben, das ist speziell für die GEZ, weil das ist, was bei vielen immer wieder brennt. Die A2 könnt ihr aber für die GEZ auch schon nennen. Da steht eigentlich auch schon drin, dass die öffentlich-rechtlichen Medien keine öffentlich-rechtlichen Medien sind. Und die Herleitung ist also durch die 21 Punkte in der Anlage A2 schon eigentlich da. So, sind die Kommunen nun Firmen oder Twitter? Etwas Stadt und etwas Firma. Also die sogenannten Kommunen der Bundesrepublik sind alles Firmen. So, und die brauchen im Prinzip eine Ernennungsurkunde, um tätig zu werden, weil es gibt im internationalen Rechtsverkehr durchaus Firmen, die staatliche Aufgaben wahrnehmen. Und das Land, was das in Perfektion gemacht hat, ist Brasilien. Und da funktioniert das wunderbar. Aber solche Kommunen dürfen eben nicht wie in der Bundesrepublik Willkür machen, sondern die haben sich an die Leitlinien der Politik zu halten. So, und da gibt es keine Willkür und keine UWIX ohne Geltungsbereich, sondern das muss dann der Verweser klar regeln. Ja, hallo? Hallo? Ja, ich höre nichts. Hallo? Ja, du bist auf Sendung. Mit wem spreche ich? Ja, bist live auf Sendung. Ah, okay. Sag mal, kannst du was dazu sagen, was die Folgen sind, wenn ich diesen Personalstatus kündige? Ja, also ich arbeite nämlich noch auf Lohnsteuerkarte und dann werden da ja Steuern abgeführt. Und kann man dann den Status eigentlich auf inaktiv setzen? Also das klingt wie die Frage eines Selbstständigen. Ist das richtig? Ja, teils. Teils, gut. Also genau. Ich gehe mal von Folgendem aus. Wenn du ein Gewerbe hast und im Prinzip auch Gewinne machen willst und dein Gewerbe führen willst und du willst nicht jeden Früh ein Überfallkommando haben, wenn du dein Laden aufschließt, wirst du nicht drum rumkommen, die Einkommensteuer und die Umsatzsteuer halt abzurichten, abzuführen. Genau. Ne? Weil du kannst sonst nicht mehr arbeiten. Aber genau. Du kannst eins machen. Du kannst auf deine Steuererklärung die mit Papier einreichen und auf dieses Papier schreibst du drauf, unter Vorbehalt der Rückforderung und Rechtmäßigkeit, das ist ein Darlehen. So, und dann gibst du das Scheißzeug ab und dann hast du erstmal Ruhe, weil das Ding betrachtest du einfach mal als Bundesschatzbrief, weil du kannst, sobald das Wirtschaftssystem umgefallen ist und der Verweser bestellt ist, dieses dir wieder zurückholen und zwar mit Zinsen. So, und die ganzen Bürgerrechtsbewegungen sind sich einig, dass dieser Zinssatz 17% ist und das haut den stärksten Schäuble um. Aber pass auf. Frage beantwortet.
Nee, Frage noch nicht beantwortet. Nee. Also wenn ich den Personalstatus kündige, ne? Also den Perso zurückgebe, ja, dann soll doch der Personalstatus auf inaktiv gesetzt sein. Ja, sollten die eigentlich machen, aber die EDV, und da müssen wir wahrscheinlich in den einzelnen Ländern die EDV-Firmen zur Rechenschaft ziehen, weil die etwas gemacht haben, was sie nach den Genfer Konventionen nicht dürfen, also uns zu Sklaven oder Personal erklären. So, das ist aber ein reines Softwareproblem, weil die Bediensteten in der Meldestelle haben das einfach in der Maske nicht da. Und mehrere Gemeinden haben uns angeschrieben und haben gesagt, Hilfe, die Leute rennen uns die Bude ein und die sind total verunsichert. Und haben gesagt, das ist aber so die Rechtslage. Und da kam eben die Bitte, dass wir also die EDV-Firmen anschreiben sollten, die diese Software für die Gemeinden machen, dass die es in Ordnung zu bringen haben. So, dass eben dort ein Eintrag ist, dass derjenige die Bundesstaatenangehörigkeit verlangt hat. Nur das Verlangen. So. Und dann muss der Verwaltungsakt über das Bundesverwaltungsgericht in die Wege geleitet werden, dass die es prüfen und dann die Bundesstaatenangehörigkeit nach Rostock bestätigen. Und der Herr Peterlini möge sich bitte ein Formular überlegen, wo das geht. Dann haben wir alle miteinander kein Problem, ansonsten steuern wir alle auf eine Katastrophe zu. Das sage ich dem Herrn Peterlini jetzt mal hier in dem Video. Weil früher oder später wird es zur Auseinandersetzung kommen, spätestens wenn der ISIS hier aufschlägt. Aber die Bundesrepublik ist eben beratungsresistent und die lässt eben darauf ankommen, dass es knallt. Und der ISIS habt ihr vielleicht heute gekriegt hier bei Terra Germania oder wo es gelistet war, kam eine News, dass sie jetzt einen verhaftet haben, der ja, so Anschläge vorbereiten sollte vom ISIS. Ne? Und da ist eine Bundesrepublik mal geraten, der Sache vorzubeugen und eine Regelung zu finden, dass das hier nicht eskaliert in dem Land. Weil in Sachsen und Thüringen wird ein Sezession machen, früher oder später. Und in Bayern stehen die Zeichen auch auf Sezession, sodass also Sachsen, Bayern und Thüringen wahrscheinlich sich ausgründen aus der Bundesrepublik. Ich schätze mal, im Zeitraum von einem halben bis einem Jahr wird es passieren, schrittweise. Und ein paar Gemeinden werden vorangehen und die anderen werden dann folgen. Das wird eine Ausblasung. Also es wird so kommen. Letzte Woche kam auch die Veröffentlichung der ersten Übersetzung von dieser Palmblatt-Bibliothek. Sollte man sich auch mal unbedingt angucken. Momentan haben wir leider keinen Einfluss darauf, dass die Gemeinden sich an Recht und Gesetz halten. Als Recht und Gesetz steht uns zu, denn das ist Rostock und nicht das Stack. Ja, aber das ist eben die Willkür, die gemacht wird. Also du meinst, man kann den Personalausweis abgeben und trotzdem Lohnsteuer quasi unfreiwillig zahlen, ja? Nee, was heißt unfreiwillig? Du schreibst genau den Satz drauf. Also du machst das nicht mit Elster, sondern du machst das auf Papier, damit du das unten ergänzen kannst. Und davon machst du dir auch eine Kopie, dass du es so abgegeben hast. Und dort schreibst du rein, unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit, / Rückforderung, dies ist ein Darlehen. So, wenn dieser Satz drunter steht, weiß die Bundesrepublik, aha, dieses Geld gehört dem Kaiser. Das darf ich nicht verbraten an irgendwelche Invasoren. Weil das Geld muss zur Kassenglattstellung da sein, weil du musst ja auch gegenüber dem Kaiser Steuern bezahlen. Das bleibt ja nicht aus. Ja? Aber die Bundesrepublik ist ja gar nicht Empfänger der Steuern. Die dürfen ja nur die Besatzungskosten behalten. So, und da ist die notwendige Verwaltung sind nur 150.000 Beamte auf das gesamte Gebiet von 1914 gerechnet. Und das, was die Bundesrepublik macht, ist einfach eine überzogene Forderung und das Geld muss an den Staatshaushalt zurückgeführt werden. Und dann ist die Frage, von wem holen sie es denn? Ja? Denkst du, dass der Schäuble einen Handstand macht mit seinem Rolli? Das glaube ich eher nicht. Das wird wohl in einer kleinen Auseinandersetzung enden, früher oder später. Aber das ist nicht unsere Aufgabe. Das ist Sache der Schutztruppe. Da wird sich dann der Putin mit seiner Schutztruppe drum kümmern. Da haben wir alle zusammen keinen Einfluss drauf. Gut, ich danke dir, Uwe. No. Gut. Also, ja, mach's gut. Alles klar, mach's gut. Jo, jetzt ist das Telefon wieder frei. Da gucke ich mal im Chat. Wir haben ja heute eine Dreiviertelstunde später angefangen, also machen wir eine Dreiviertelstunde länger. Mal gucken, wie weit wir heute kommen. Gibt es denn eine beglaubigte Geburtsurkunde von dir, die wirklich von deiner Geburt ist? Also nicht nachträgliche Urkunden. Gute Frage. Also nochmal, um die Frage für alle zu beantworten. Es gibt inzwischen die Möglichkeit, Geburtsurkunden und Auszügen aus dem Geburtenregister online zu bestellen, bei vielen Meldeämtern. Und dort muss man einfach mal
fragen, wie das ist. Momentan ist es wohl so, dass wir es innerhalb von 7 Tagen zugeschickt kriegen. Und wer es eben hat, ist eben dann auf der sicheren Seite, wenn es dann wirklich zur Wahl kommt. Und da ist auch jeder selber in der Bringepflicht. Also der Nachweis ist von den Bürgern, sage ich mal, zu bringen und nicht von der Wahlkommission. Die müssen im Prinzip nur prüfen. So, also was haben wir noch? Genau, also nochmal die Frage, also nicht Geburtsurkunde, sondern beglaubigte Kopie aus dem Geburtenbuch. Du wirst einige Schwierigkeiten haben, dass sie dir das ausstellen, aber sie sind verpflichtet. Und das ist eben immer wieder die Frage der Willkür, dass sich die Bundesrepublik eben nicht an Gesetz erhält. Ja, die Frage nochmal, wie kann man einer Stadt die Firma nachweisen? Ja, also wenn sie im UBIC eingetragen sind, sind sie eine Firma. Gab es denn in der DDR auch so Pfarrämter? Natürlich gab es Pfarrämter. Ich gebe mal ein Telefon. Ja, hallo? Ja, hallo. Ja. Bist du da? Ja, ich höre dich. Okay, pass auf. Kurze Frage, ich mache das mal hier kurz mal über Voice, weil es wesentlich einfacher ist. Du musst mal ein bisschen lauter reden, weil sonst ein bisschen zu leise kommst. Ich mache das mal über Voice, weil es wesentlich einfacher ist als über den Chat. Also die Frage, die hier mal wieder aufkommt, ist, wenn du zum Beispiel in der DDR geboren bist und du bist unehelich geboren, tatsächlich unehelich, wurdest nachträglich aber als ehelich dort aufgeschrieben in der Geburtsurkunde. Und du kannst ja deine Geburt durch Abstammung oder durch Geburt nachweisen. Welchen Weg geht man dort? Mutti oder Vati, weißt du? Weil das ist ja das Problem. Hab dich verstanden. Das gleiche Problem habe ich nämlich auch. Also zunächst nochmal. Also, dass das mir noch nicht ganz klar ist. Ja. Man hat ja beides. Man kann ja, wenn du ein Frage-Antwort-Spiel spielst, also Geburt und Abstammung kannst du nachweisen. Hat man denn jetzt beide und welches bevorzugt? Das war schon die Frage. Danke dir. Also normalerweise läuft es ja so, dass du die bei einer Adoption in der Regel minderjährig bist, ne? Weil sonst bräuchte es ja nicht. Das ist ja die DDR hat einfach gesagt, hier pass auf, du bist jetzt geboren, aber deine Eltern haben x Monate später geheiratet, also bekommst du jetzt den familiären Status des Vaters. Das ist ja der Betrug. Also du bist sozusagen außerhalb der Ehe geboren, aber du bist ja in einem Bundesstaat geboren. Nee, ich bin ja quasi in der DDR geboren, aber zu dem Zeitpunkt waren die Eltern noch nicht verheiratet. Die haben erst danach geheiratet und das wurde auf der Geburtsurkunde quasi so irgendwie nachgetragen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Das heißt, laut Geburtsurkunde bin ich ein eheliches Kind, aber tatsächlich, physisch, bin ich ein uneheliches Kind. Aber ich glaube, da gibt es im Bundestag auch eine Gleichstellung. Also die Adoption macht das auf jeden Fall. Also du kannst nicht schlechter gestellt werden, muss man sagen. Wenn dein Vater Deutscher ist, bist du es dann auch. Okay, alles klar. Also geht es immer, also es ist bevorzugte väterliche Linie, ne? Ich gehe mal davon aus, dass das Problem ist doch folgendes. In dem Moment, wo die Umtragung passieren wird, bist du ja minderjährig und hat es ja gar keinen Einfluss drauf. Bei mir war es ja auch so. Ich war 4 Jahre, wo meine Eltern das umgetragen haben. Sonst würde ich jetzt heute Müller heißen. Ja, mein Vater ist ein gebürtiger Chemnitzer und mein Stiefvater, der stammt irgendwo aus Böhmen, habe ich mal gehört. Also die Familie, die sind da eingewandert. So, das zählt aber für mich nicht. Für mich zählt die väterliche Linie, weil ich habe nach 18 der Umtragung der Staatsangehörigkeit nicht zugestimmt. Und der Leiter von der Meldebehörde weiß das auch. Also ich habe mein Geburtsrecht so auf diese Art und Weise nicht verloren. Und wenn ich dem deutlich machen will, müsste ich halt mal klagen. Aber das werde ich dann machen, wenn es soweit ist. Ja, also ich denke mal, dass du das Recht hast, wenn du merkst, dass zum Beispiel der jetzige Vater keine richtige Staatsangehörigkeit des Bundesstaates hat, müsstest du im Prinzip an deine Meldestelle rantreten und die sollen dir die Rechtsstellung deiner Bundesstaatenangehörigkeit bestätigen. So, und da hast du das gleiche Problem wie wir alle, die es nicht haben. Du wirst wahrscheinlich über den Schein A11 gehen müssen und müsstest dann eben dann durchstricken mit Klagen, was auch immer. Deswegen haben wir ja die Klagegemeinschaft gemacht, damit wir uns untereinander im Vorgehen abstimmen und das dann verwaltungsrechtlich durchklagen.
mit eurem Schadenersatz da drin hängt. Noch, was mich auch noch zusätzlich zu dieser Frage wurmt ein bisschen, habe ich jetzt die Abstammung durch Geburt oder durch Abstammung oder zählt irgendeins? Naja, das ist, da musst du ins Ruster gucken. Also den speziellen Fall kann ich jetzt am Telefon nicht beantworten. Kann ich am Telefon jetzt nicht beantworten. Müsste mal ins Ruster gucken, aber das steht alles drin. In den hinteren Paragraphen, so von der 20 weg, ist das eigentlich geregelt. Also du hast ich weiß es jetzt nicht. Geburt, Abstammung und was da noch aufgelistet ist. Ich weiß nicht, welcher Paragraph das ist. Ja. Von daher ist es jetzt schwierig, habe ich jetzt eins, das andere oder beides? Oder was wird bevorzugt behandelt? Das ich kann ja die Frage nicht beantworten. Ich will mir auch nicht anmaßen, alles zu wissen. Also ich bin da mindestens genauso ratlos, aber ich mache es so, dass ich die Rechtsstellung verlange, die mir von Geburt zusteht. So. Weil einer Adoption habe ich in dem Sinne nicht zugestimmt und ich würde auch nicht die Adoption als Kriterium machen, dass ich meine Staatsangehörigkeit verliere. Also ja, mal, da müsste ich dem schon zustimmen. Italiener, ne? Oder so, und wäre hier geboren, würde dann ja bedeuten, ich wäre dann auch Deutscher, obwohl ich Italiener vom Blut bin, sag ich jetzt mal übertrieben. Ja, du musst das halt... Was ist man denn jetzt genau? Ja. Hast du die Hundestall geboren, ist ja auch kein Hund. Naja, die Frage ist, willst du das jetzt machen oder würdest du lieber warten, bis die Wahlkommission gegründet wird? Dass du dann im Prinzip mit einer Verwaltungsklage das durchklagst. Das ist meiner Meinung nach besser. Wenn eine Wahlkommission da ist, kann sie einem das dann also richtig ernsthaft beglaubigen, was jetzt Sachlage ist. Ne? Das ist ja halt auch so ein bisschen schwierig in dem Moment, weil man weiß ja nicht genau, wie die das sehen in dem Moment oder nach welchem Recht wird jetzt gegangen. Und wenn ich jetzt beides habe, also durch Geburt in einem Ort und durch Abstammung vielleicht in dem nächsten Bundesstaat, dann bin ich ja da hin und her gerissen. Ich weiß ja gar nicht, wie ich mich erst zu meinem Geburtsort hingezogen, als durch meiner eventuellen Abstammung. Weißt du, Na, wenn du eine der Kriterien erfüllst, hast du ja die Rechtsstellung schon. Na, es ist ja nicht so, dass du alle erfüllen musst, sondern eine aus den vielen Möglichkeiten. Und eine trifft dadurch zu durch deine Geburt. Ja, also ich tippe ja auch eher auf Geburt in dem Fall. Eine trifft zu, weil es kann ja nie es kann ja bei allen nicht alles zutreffen. Es ist ja nur eine von denen, die zutreffen muss. Eine von den Möglichkeiten. Und ja, eine trifft zu, weil du in der ersten... Mehr sind, also wäre es dann ja wieder die väterliche Linie, ne? Ich denke mal, das wird egal sein. Es ist nur die Frage, du musst eine der Voraussetzungen erfüllen, um in den Status zu kommen, Rechtsstellung als Deutscher. Alles andere spielt dann keine Rolle. In welcher Reihenfolge du die erworben hast, spielt keine Rolle. Und ich glaube auch nicht, dass du die abgibst, solange wie du jetzt hier noch lebst. Die Reihenfolge der Auflistung in dem Gesetz entscheiden, könnte man ja auch anfangen. Da müssen wir mal genau nachlesen. Aber ich gehe mal davon aus, dass du nur eine erfüllen musst. Aber behalte das mal im Hinterkopf. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen später irgendwann mal in Ruhe. Na klar. Ja, danke dir. Okay, tschüss. Bye-bye. Ah, hier schreibt gerade jemand, dass hier Artikel 10 EG BGB, Paragraph 11, 1617 und 1617a. Also A und B sind keine Paragraphen, die aus dem kaiserlichen Recht sind. Aufpassen. Gelten nicht. Also alle Paragraphen, die Buchstaben hinten dran haben, sind nicht aus dem kaiserlichen Rechts. Amtsgericht München will UBIC anzeigen, weil AG München dort als Firma gelistet ist. Spiegel im Fokus stand das Gründen. Ja, das wird natürlich lustig. Also wenn die Münchner das UBIC verklagen, wird es natürlich lustig. Ja, Ossi ist eine Bezeichnung, der sicherlich aus der Bildzeitung stammt. Also das ist zionistisch. Wir haben zu uns nie Ossis gesagt. Obwohl wir nicht doch diese Sache mit Stolz tragen. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Wir machen bis 22.15 Uhr, wer das wissen will, Maximum. Also wenn ich merke, es kommen keine Fragen oder Anrufe mehr, würde ich dann auch eher Schluss machen. Wir müssen ja dann auch sehen, dass manche früh wieder raus müssen. Ja, genau. Also wenn jemand einen Reichsbürger beschimpft, kann man den also zurechtweisen.
Also nochmal zum Verständnis, die Bewohner von Mitteldeutschland, also der Ex-DDR, stehen bereits im kaiserlichen Recht. Nur die Rechtsstellung, die geben sie uns nicht. Naja, ich würde sie ans Meldeamt schicken und dort die Eingangsbestätigung verlangen, beziehungsweise auch mit Zeugen hingehen. Ja, ich denke auch, ihr schreibt jemand, Ossi und Wessi gab es zu DDR-Zeiten nicht. Ja, sehe ich auch so. Das war eine Sache, die im Zusammenhang mit der Wende kam. Genau. Also Ostdeutsche sind alle die östlich da oder Neiße-Grenze. Schlesien, Ostpreußen. Ja, hallo? Hallo? Bist live auf Sendung. Oder weg. So, können wir nichts machen. So, dann kommt noch die Frage, eine Meldebescheinigung, ein Reisepass als Wohnsitznachweis. Ja, genau, das mache ich auch. Ich habe also eine Meldebescheinigung, einen Reisepass, keinen Perso. Das ist nämlich auch der Punkt, wo dann die sogenannten Ämter auch dann wieder normal mit dir reden und dich nicht wieder letzter Dreck behandeln. Also das kann ich nur jedem empfehlen. Abgelaufener Perso auch abgeben. Ja, klar, da muss abgemeldet werden, weil solange wie der Perso auf der Wildbahn ist, zählt er nicht angemeldet. Hallo? Ja, hallo, guten Abend. Ja, bist live auf Sendung. Hallo, bist live auf Sendung. Ja, bist schon auf Sendung. Das ist gut. Das kommt mit, kleiner Verzögerung. Also du müsstest bei dir den Lautsprecher vielleicht mal ausmachen, also nur übers Telefon hören, sonst hast du immer eine klasse Verzögerung drin. Ja, guten Abend, Uwe. Hier ist der Carsten aus Sachsen-Anhalt. Und zwar ist darum, ich habe mal einen Personalausweis abgegeben. Also als erstes habe ich das hingehalten, wie du das gesagt hattest, mit dem Video, also erst per Fax schicken, dann den nächsten Tag hin, da schriftlich inreichen. Ja. Hat doch alles wunderbar geklappt. Die haben mir zwar erzählt, was ich für Nachteile habe, dadurch, dass ich ihn abgebe, aber das ging alles einigermaßen. Dann, was haben die dir erzählt, was du für Nachteile hast? Das müssten wir mal erklären. Was haben die erzählt? Ich habe 4 Wochen gewartet, bin dann wieder hin und die Mitarbeiterin hat gesagt, sie war 3 Wochen krank, deswegen könntest du nicht schriftlich antworten. Aha. Ja, dann. Hast du mir geschrieben, hier, ich kann auch was faxen, ich habe dir das auch zugefaxt, was die geschrieben hat. Was haben die für Nachteile gesagt? Das würde mich mal brennend interessieren. Also die hatten so einen richtigen, naja, wenn ich zum Beispiel Konto eröffne, dann müsste ich jedes Mal eine Datenauskunft vollziehen. Ja, das Konto habe ich schon. Und so ein paar andere Sachen, die dann nicht, kannst du keine Wohnung suchen. Oder das ist schon mal nicht der Fall. Also das mit der Datenvollauskunft stimmt, wenn du Konto hast, aber die muss nur ein halbes Jahr gültig sein. Also alle halbe Jahre musst du die machen, wenn sie es wirklich brauchen. Aber die müssen sie dir eh kostenlos geben, also kein Problem. Und was war noch wegen Wohnung? Da dürfen sie keinen Einfluss nehmen. Gut, jetzt ist meine Frage, also in dem Papier, was ich dir gefaxt habe, da steht drin, eine Rückgabe ihres Personalausweises ist aus den vorgenannten Gründen nicht möglich. Ich will den Brief jetzt auch nicht so vorlesen, weil der, kann ich ihn vorlesen. Ja, na gut, also du hast es an meine Faxnummer geschickt. Genau, die unten drunter steht. Gut, alles dort, guck ich da mal rein. Wann ist denn das reingekommen, das Fax? Das habe ich schon 19:30 Uhr oder beziehungsweise Anfang der Sendung geschickt. Ach gut, da habe ich noch nicht abgerufen. Gut, ich guck da mal nach. Das schreibe ich dir persönlich. Ich bin der Carsten, du kannst das ja mal erwähnen, wie ich verhalten soll. Ob ich jetzt erstmal nichts mache oder wie. Ich muss das erstmal angucken. Ich kann das nicht in die Mail reingucken. Ja, ich kann das nicht in die Mail reingucken, weil man während der Sendung geht das nicht. Würde stören. Ach so. Na gut, ist auch nicht so schlimm. Das eilt ja nicht so. Aber die, wie gesagt, die wollen, dass ich mir den wiederhole, den Personalausweis. Obwohl ich ein Schreiben habe, was mit Vor- und Zunahme unterschrieben ist. Also wahrscheinlich, was richtig ist. Ja, also ich guck mal das heute Abend an und dann würde ich da dir das persönlich beantworten, ne? Gut?
Das wäre nicht schlecht. Ja, und alles klar. Tschüss. Schöne Sendung noch. Ja, danke. Also, hier wurde gerade die Frage gestellt wegen Co-Moderator für die Fragen. Ja, Problem ist folgendes. Er kennt ja dann nicht reden. Der Co-Moderator könnte ja dann nicht reden, wenn ich rede. Also es wird mir anders bleiben, dass diejenigen, die eine Frage beantwortet haben wollen, anrufen. Und ich lese dann nur dann, wenn nicht gerade ein Anrufer dran ist, das, was im Chat ist. Ja, so funktioniert das. Weil es kann eh nur reden. Wir haben nur einen Kanal und weiter weg vom Telefon. Was beim Klingeln fällt, Kuku von der Stange. Na gut, alles klar. Ich versuche das. Ja. Ja, hallo? 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 Ja, jetzt. Du bist auf Sendung. Was? Du bist auf Sendung. Ach, bin ich drauf? Ja, bist schon drauf. Okay. Hallo? Ja, bist drauf. Das kommt mit Verzögerung. Nur am Telefon hörst du mich direkt. Ach so, gut. Okay. Irgendwas klingelt jetzt. Ja, hallo, hier ist die Ilona. Ich hätte mal eine Frage. Hm? Hallo? Ja, schau mal. Ja, ich habe eine Frage. Ich habe unsere Personal... Du müsstest mal deinen Lautsprecher am Computer leiser machen und nur übers Telefon hören, während du anrufst. Wir haben unsere Personalausweise per Einschreiben mit Rückabholen. Oh, schlecht. Jetzt ist meine Frage... Hey, bitte mal einen Lautsprecher leiser machen vom Computer, sonst koppelt das ja. Oh Gott. Nur einen Lautsprecher runterdrehen. Nur übers Telefon hören. Ja. Wir haben jedenfalls unsere Personalausweise per Rückschreiben, also per Einschreiben mit Rückantwort eingeschickt und ich bekomme überhaupt keine Antwort. Ja, das war natürlich keine gute Idee. Deswegen habe ich gesagt, hinrücken, mit Zeuge abgeben, weil du sonst keinen Nachweis haben. Das sagen die dir nämlich, du hast denen eine Werbesendung geschickt. So, also du musst dann hingehen und musst die Sendung rückverfolgen lassen, was da los ist. Also das macht jetzt doppelten Aufwand. Aber musst du machen, weil du hast ja letztlich vor den Empfang der Personalausweise unterschrieben und stehst dadurch dafür ein. So, wenn die den Ausweis im Amt nicht haben, müssten halt Verlust melden und lassen dann auch gleichzeitig austragen. Das wäre eine Lösung. Obwohl ich den Schein erhalten habe, dass das eingegangen ist. Ja, das Problem ist, wenn du Reisepässe mit einem Einschreibbrief hinschickst, hast du das Problem, dass du keine ordentliche Rückmeldung kriegst. Ne? Und in dem Fall würde ich dir empfehlen, aufs Amt zu rücken, zu fragen, ob die Ausweise angekommen sind und ausgetragen wurden. So, und das aber mit Zeugen. So, damit du dort eine Sicherheit hast. Und dann macht ihr nach diesem Auftritt mit dem Zeugen ein Gedächtnisprotokoll. Und das faxst du hin. Und dann müssen sie sich dazu äußern. So kann man das wieder gerade ziehen, die Sache. Also entweder sie haben es gekriegt oder sie haben es nicht gekriegt. Wenn sie nicht gekriegt haben, musst du bei der Post nachforschen, wo das Zeug geblieben ist. Na? Alles klar? Naja, ist schon klar. Bloß in Berlin gibt es keine Termine beim Bürgeramt. Naja, aber du hast es doch hingeschickt, also muss doch die Post, muss doch da was geben, eine Eingangsbestätigung oder so gekriegt haben. Also das, ja. Du kannst das nur klären über verlorene Postsendung und dann, wenn, musst du den Perso eben dort als Verlust melden. Und nimmst dann aber keinen neuen mit halt. Du lässt sie dann austragen und gut ist. Was muss ich denn machen? Eine Gedächtnis? Hinrücken und sagen, dass du... wenn die Ausweise nicht angekommen sind, dass sie Verlust gegangen sind, verlustig. Und dann lässt sie die dort aus dem System austragen. Als gestohlen oder bei der Post verloren gegangen. Und dann sind die erstmal ausgetragen aus dem System. Aber das muss der Bearbeiter machen. Ne? Ansonsten hast du eine ganze Reihe Ausweise auf der Wildbahn und solange noch einer auf der Wildbahn ist, bist du noch drin. Und du hast gesagt, was soll ich machen? Ein Gedächtnis... Schreiben oder so? Ja, Gedächtnisprotokoll. Nach der Sendung ein Gedächtnisprotokoll machen, damit man
ja, hinterher mit dem Zeuge ein Gedächtnisprotokoll machen und dieses Gedächtnisprotokoll dem Amt hinfaxen. Ja, und da sollen sie sich dazu äußern. So, und dann hast du ja eine Bestätigung. Und dann werden die sagen, ja, es ist gefunden worden oder es ist noch nicht da, aber wir haben sie ausgetragen. Das wäre dann ein Resultat. Und damit kann man ja leben erstmal. Gut. Okay, dann bedanke ich mich. Alles klar, ne? Hm, tschüss. Okay, tschüss. Ja, also wegen dem Co-Moderator. Könnt ihr ja gerne machen, aber dann müsste der Co-Moderator mir die Fragen in den Skype reinschreiben. Ja, das können wir machen. Wenn ihr das so wollt. Ja, hallo, bist du live auf Sendung? Ja, bin ich jetzt live, ja, oder wie? Ja, du bist drauf, schon. Hm? Bist auf Sendung. Ja, also es geht um Folgendes. Ich war heute beim Ordnungsamt, habe meinen neuen Reisepass beantragt, ja? Ja. Das ist alles soweit durch. Ich habe natürlich nicht auf dem Pad unterschrieben, so wie ihr sagt. Und meine Frage ist jetzt, wie war denn Nachrichtungskarte? Ja. Ich habe keine aktuelle. Irgendeine alte reicht. Es muss einfach nur irgendwann eine Wahlbenachrichtigung gekriegt haben. Und mit dieser Wahlbenachrichtigung, und zwar ohne gelben Schein, kannst du auch in die Bundesstaatenangehörigkeit zurückkehren. Weil die Gemeinde würde sonst belegen, dass ein Wahlprüfungsfehler gemacht hat. Na, muss ich jetzt bis zur nächsten Wahl warten, weil Wahlbenachrichtigungskarte ist schon eine Weile her jetzt. Ja, irgendeine alte. Aber wie gesagt, wenn ne, gehst du einfach hin zur Gemeinde, machst eine Datenvollauskunft und da weißt du ja, wo sie dich verortet haben. Und dann gehst du gegen diese Daten. Gegen diese falschen Daten mit Hilfe des Bundesdatenschutzgesetzes, da steht nämlich irgendwo gleich am Anfang, wenn unrichtige Angaben drin sind, ist die Gemeinde verpflichtet, die sofort zu berichtigen. Und mit diesem alles Ding klar. Gehst du hin und dann ist die Sache erledigt. Gut, wunderbar. Ja. Das machen wir, ja. Machen wir dann auch noch in den neuen Angaben. Ich habe Ihre Filme alle verfolgt. Ich bleibe am Ball. Wir ziehen mal jetzt durch die ganze Sache. Ja, alles klar. Gut. Danke. Tschüss. Jo, tschüss. So, dann machen wir es mal so, dass ich das Mikrofon wegziehe, wenn das klingelt und regt das dann an, wenn es richtigen Drehwinkel rauskriegen. Machen wir das mal so hier. Ja, ne? Gut, machen wir das so. Geht auch. Ja, muss ich dann beim nächsten Mal das Ding ein bisschen anders einstellen. Aber ich denke mal, wir kriegen das hin. So, gucken wir mal wieder in den Chat rein. So, also nochmal hier die Frage. Chip im Reisepass totlegen. Ja und nein. Es funktioniert und der RFID-Zapper, der bei YouTube zu sehen ist, wie er gebaut wird, funktioniert. Problem ist nur, wenn du dann in Urlaub bist und bist in der Passkontrolle in irgendeinem fernen Land und der Chip funktioniert nicht, kann passieren, dass du deinen Flieger verpasst. Und da musst du dir einmal überlegen, ob du dir das antun willst oder ob du das einfach mal weglässt. Ja, das ist der Punkt. Was Sinn macht, ist die RFID-Chips in der Kleidung durchzulegen, also die du überall in deiner Kleidung hast, weil das ist die Sachen, die nicht sein müssen. Also in den Schuhen sind auf jeden Fall welche drin. Die kann man also ganz problemlos deaktivieren. Sag doch mal bitte was zum gelben Schein. Warum verliert man dadurch die Bundesstaatenangehörigkeit? Ja, gut. Also, der gelbe Schein ist ein Antrag auf eine Staatsangehörigkeit vom 5.2.1934. Und nach dem Rüsttag verlierst du die Bundesstaatenangehörigkeit, wenn du freiwillig eine andere annimmst. Und die vom 5.2.34 aus dem Feindstaat der Weimarer Republik, weil auch der Nationalsozialismus war ein Feindstaat zum Kaiserreich. So, und das ist also das Gleiche, als wenn du die Staatsangehörigkeit von Indien oder China beantragst. In dem Moment verlierst du die Bundesstaatenangehörigkeit. Du verlierst nicht das Geburtsrecht. Ja, und du hast es auch selber beantragt, also musst du dann auch die Konsequenzen tragen. Die Konsequenz wäre aber nur eine Wiedereinbürgerung. Und ich denke mal,
nach 100 Jahren Krieg ist es sicherlich kein Problem, dass man Leute, die hier in Deutschland geboren worden sind, dann auch wieder ordentlich einbürgern kann. Weil ja viele sind ja nach Kanada, nach Deutsch Südwest oder sonst wohin ausgewandert, weil sie es einfach den Wahnsinn in der Bundesrepublik nicht ausgehalten haben. Man kann das auch verstehen. Und den Leuten müsste ja auch geholfen werden. Jetzt kommt die Frage, kann man noch ALG II beantragen ohne Pass? Ja, das geht. Die Meldebescheinigung und der Reisepass ist vorzulegen. Die müssen das machen. So, ernste Frage. Die BRD ist der Rechtsnachfolger des Hitler-Regimes. Sind die Behörden nun nationalsozialistisch? Na klar. Der Rechtsnachfolger übernimmt die Gesetze, und das haben sie auch gemacht. 17 Gesetze aus dem Nationalsozialismus sind heute noch im Bundesrecht, obwohl das nicht erlaubt ist, weil die HLKO geht dem Bundesrecht vor und in der HLKO steht, dass das kaiserliche Recht gilt. Also vergeht die Bundesrepublik sich an der Haager Landkriegsordnung und damit am Völkerrecht, und nach Artikel 25 Grundgesetz geht das Völkerrecht dem Bundesrecht vor und erzeugt Rechte und Pflichten. Und die Pflicht bedeutet für die Bundesrepublik, dass sie ihre Datenstände gefälligst in Ordnung zu bringen haben. Nee. Der gelbe Schein ist ein Antrag auf die Staatsangehörigkeit vom 5.2.1934. Die Feststellung kann die Bundesrepublik gar nicht treffen, weil sie ja keine Behörde ist, die das darf. Die können über die Rechtsnachfolge vom Nationalsozialismus bestimmen, wer Nationalsozialist ist, aber nicht wer Bundesstaatenangehöriger ist. Dürfen sie einfach nicht. Die sollen euch einfach nur die Rechtsstellung geben. Die Rechtsstellung des Bundesstaatenangehörigen. So wie es im Friedensvertrag von Brest-Litovsk drin steht. So, also. AfD im Pass defekt bereitet nicht die Passfunktion. Naja. Ja, also Biene sagt, dass die Passfunktion nicht beeinträchtigt ist. Ich wäre in einem ausländischen Passkontrolle da ein bisschen verunsichert, wenn der Pass nicht funktioniert. Gewerbesteuergesetz 36 ist klar, 34 Einkommensteuergesetz braucht man nicht lange diskutieren. Ist völlig klar, wo das her ist. Aber die Bundesrepublik könnte ja auch ohne diese Täuschung, dass sie Gesetze aus dem Nationalsozialismus weiter benutzt, nicht existieren. Das muss man einfach sehen. So, Siegelordnung. Ja, die Siegelordnung, die gibt es pro Bundesstaat und die gibt es im Staatsarchiv nachzulesen. Die Siegelordnungen sind dann alle 1920 irgendwann aufgehoben worden, damit sie mit ihrem Drecksystem weitermachen können. Aber es gilt nach wie vor die Siegelordnung des Bundesstaates, was am 27.10.1918 gegolten hat. Vom Kreis Nordfriesland gibt es ein Schreiben im Landrat, wo jeder seine Staatsangehörigkeit feststellen wollte. Kennst du das vom 15.03.? Müssen wir rüberschicken. So. Also kaputte Chips, wie gesagt, können jederzeit ausfallen. Ich würde es aber beim Reisepass nicht machen. Also im Falle eines Falles kann passieren, die lassen dich dann nicht fliegen. Alle irre Gesetze wirst du wahrscheinlich in den USA nachgucken müssen. Interessieren uns aber. Telefon. Ja, hallo? Ja, bist du live auf Sendung gemacht? Ja, du bist schon drauf. Jonas, bist du das? Ja, du bist schon drauf auf Sendung. Ja, super. Pass auf. Ich schicke dir jetzt in dem Moment eine E-Mail rüber. Ich kann es aber jetzt nicht empfangen. Nee, kannst du nicht. Habe ich schon beim Chat mitgekriegt. Und habe drüber geschrieben als Betreff Datenblätter. Na gut, ja, gucke ich dann nach der Sendung mal rein. Genau, und genau, schaust mal nach. Und was du mir schicken kannst, schickst du mir bitte per E-Mail zu. Du hast ja in dem Moment meine E-Mail-Adresse. Ja, ich gucke heute Abend nach der Sendung mal rein. Aber wie gesagt, ich bin auch dann abends 23 Uhr dann nicht mehr so in der Lage, große Beantwortung alles zu machen. Alles gut, muss nicht gleich sein. Alles morgen. Gut. Ich würde mal sagen, wir machen es mal morgen. Das ist schon wahnsinnig, gefällt mir recht gut. Aber wie gesagt, wenn du Zeit hast, schick mir es mal bitte rüber an die E-Mail-Adresse.
Und ich danke dir. Gut, alles klar. Ich gucke morgen mal noch, weil ich morgen auf Dienstreise muss. Also im Laufe des Vormittags, ne? Gut. Alles gut, mein Bruder. Ja, alles klar, mach's gut. Viel Spaß noch bei der Sendung. Ciao. Ja, tschüss. Ja, wäre ja mal eine Idee, noch ein zweites Mikrofon anzuschließen. Ich habe aber jetzt keinen gängigen Mikrofonständer, weil der eine Mikrofonständer ist am Wochenende bei dem Einsatz kaputt gegangen. Aber in der nächsten Sendung haben wir für das Telefon ein eigenes Mikrofon. Das kriegen wir hin. Ich habe Mikrofone schon bestellt, sind 3 Stück bestellt. Die sind wahrscheinlich Ende der Woche kommen die. So, was haben wir denn noch Lustiges? Gibt es Lesegeräte? Soll auch Handy-Apps geben? Ja, Lesegeräte gibt's, aber... Ja, Chefgesetz, immer wieder so eine Frage. Also, das Chefgesetz wirkt nur auf Westdeutschland, also auf die alten Bundesländer. Aber da die Bundesrepublik ihren Sitz in Bonn hat und nicht in Berlin, wirken die Chefgesetze auf die Tätigkeit der Bundesrepublik ein. So, und das dürfen die aber in Mitteldeutschland nicht umsetzen. Weil in Mitteldeutschland gilt nun mal das Landesrecht vom Kaiser. So, und da ja die Republik, die Bundesrepublik sich nicht eingestehen will, dass es keine Wiedervereinigung gegeben hat, wirst du eine ganze Weile kämpfen müssen, bis du die Rechtsstellung als Mitteldeutscher kriegst, die du wirklich hast. Ja, ein Chefgesetz gilt nur in den Chefgesetz sind die Gesetze für die westlichen Alliierten. Die Ostdeutschen waren die SMAD-Gesetze, aber die Sowjetunion hat die Militärgesetzgebung der DDR aufgehoben. Ja, schickt die A11. Also ich fragte jemand, ob man das trotzdem kündigen kann. A11 ist sicher Sache. RFID kannst du nur mit einem Lesegerät detektieren. Gibt Lesegeräte. Ich würde es aber nicht installieren, weil die machen deine Sicherheitsvorkehr im Rechner kaputt. Also keine gute Idee. Einfach das nicht nutzen. Wenn man sicher gehen will, dann passe in Silberbier einwickeln und gut ist. Übrigens haben wir rausgekriegt, dass man da mit entsprechenden metallisierten Plastiktüten da auch das Auslesen verhindern kann. Ja, hallo, live. Hallo, Uwe, ja? Guten Abend, hier ist der Wolf. Ich hätte mal eine Frage, wie das ist mit der Personalausweisabgabe, wenn mein Wohnsitz im Ausland ist. Wie kann ich das machen und was ist zu beachten und was habe ich da für eine Rechtsstellung? Wenn du einen Personalausweis abgeben willst im Ausland, müsstest du das bei der Botschaft machen. Bei der Botschaft deines Landes, wo du bist. Ja. Ach so, das müsste man dann über die Botschaft machen, genau. Ja, ein ganz normaler Fall. Müsst aber einen Zeuge mit hinnehmen, dass das wirklich dann auch... Ah ja, gibt. Also es kommt sonst im Formular alles genau gleich, nur halt auf der Botschaft. Das einfach nur bei deiner Botschaft, ja. Gibt es kein großes Problem. Ja, ja. Okay, alles klar, vielen Dank. Jo, alles klar, tschüss. Ciao. Geht, also werden wir uns nochmal ein neues Telefon zulegen müssen, was dann ein bisschen besser funktioniert. Mal gucken, ob wir da irgendwas basteln können. Ich habe jetzt leider keinen Mikrofonständer, dass ich das gleich machen könnte. Müssen wir erstmal gucken. Jo, gut. Gibt es weitere Fragen? Wir haben jetzt 21.29 Uhr. Also wie gesagt, die SMAD-Gesetze, weil da die Frage wieder kommt, ist die Militärgesetzgebung der Sowjetunion, nicht von Russland. Die Sowjetunion existiert als Kriegsgegner nicht mehr. Ja, in Mitteldeutschland gibt es keine Richter in der SMAD, ist nicht. So, Werner Siegel war in das Referendum und dieser erreicht nicht die 50%. Wann kann die nächste Wahl angesetzt werden? Ja, da würde ich dann vorschlagen, ein größeres Siegelgebiet zu nehmen. Ja, da musst du dann ein größeres Siegel. Legst du dann ein größeres Siegelgebiet, machst du eine neue Wahl. Also in dem gleichen Gebiet wählen hat keinen Sinn.
Ja, genau. Also die Ausweise nicht einfach vernichten, sondern wirklich austragen lassen und zurückgeben. Die sind Eigentum der Bundesrepublik, auch wenn man dafür viel Geld bezahlt. Aber man bezahlt das Geld für den Verwaltungsakt und nicht für das Material. Der Friedensvertrag, hier ist die Frage, Friedensvertrag zu Brest-Litowsk. Also der Friedensvertrag wurde angebahnt zwischen Kaiserreich und Zarenreich. Ausgefertigt wurde er zwischen Kaiserreich und Sowjetunion. Weil wäre es nicht zum Friedensvertrag von Brest-Litowsk gekommen, wären beide beteiligten Armeen hätten große Verluste erlitten und im Endeffekt wäre die Sowjetunion am Ende gewesen. Und deswegen hat die Bolschewiki dem Zähneknirschen zugestimmt und hat diesen Friedensvertrag von Brest-Litowsk als sogenannten Brotfrieden verleumdet. Aber der Friedensvertrag von Brest-Litowsk ist das, woran sich die Russische Föderation hält zurzeit. Und dort steht drin, wir haben in die Heimat zurückgeschickt zu werden. Artikel 8 steht das drin. Und so eine Firma wie die Bundesrepublik ist keine Heimat. Ich kann nicht im Konsum mein Heimatrecht haben. Ja, Konsum oder beim ADAC ist nicht mein Heimatrecht. Und die Bundesrepublik ist nichts anderes wie so ein ADAC oder ein Konsum. Nichts anderes. Ja, kann ich leider jetzt nicht abrufen, tut mir leid. So, eine Frage. Also wie ist das jetzt, wenn man hier geboren ist, dann stiert mir doch die Bundesstaatenangehörigkeit zu von dem Bundesland. Ja, da müssten aber deine Väter und Großväter auch hier geboren sein. Das Kind eines Deutschen ist ein Deutscher. Übrigens, die Meldebescheinigung würde ich nicht verlangen, sondern die Datenvollauskunft, weil die kostet nichts. Die Datenvollauskunft ist umfassender und kostenlos. So, also die Siegel, eine Frage ist in Siegelordnung. Ist denn das? Ja, hallo? Hallo? Christian. Bist schon live? Live auf, okay. Ich habe mal eine Frage. Ein bisschen lauter reden, weil sonst verstehen wir dich nicht. Hörst du vielleicht? Okay, ich rede lauter. Ich habe mal eine Frage. Wie ist denn so deine Meinung zu dieser deutschen Mitte, dieser Partei vom Christopher Hörsel? Ja? Da ist ja auch. Sehr interessant, diese Themen. Ja, ich kenne das. Ich habe den die Partei mir mal angeguckt, aber sie hat die 5% Hürde auch nicht überschritten. Ich denke mal, dass man mit einem freien Wählern besser fahren würde. Also eine Wählergemeinschaft. Also man kann ja einer Wählergemeinschaft beitreten, ohne dass man die Partei kündigen muss. Auch das geht. Es ist bloß dann in manchen Parteistatuten nicht erlaubt, wenn in der Konkurrenz ist. Aber okay, kann man ja machen. Also wenn man denkt, dass das ist. Aber überleg mal. Ja, das verstehe ich. Aber überleg mal, wann ist denn die nächste Wahl? Die nächste Bundestagswahl ist 2017. Die Verweserwahl sollte aber eher sein. Die sollte im Sommer oder im Frühjahr passieren. Und nach einer Verweserwahl brauchen wir keinen Bundestag mehr. Hat sich der Fall. Okay, also wäre dann meiner Meinung nach jetzt. Ich denke mal, das ist der letzte war, weil jede neue Wahl würde eine Anfechtung wegen der Staatsangehörigkeit bringen. Ja? Ja, also die Melderegister sind alle falsch und zwar schon seit 2008 wissen wir das, dass es da ein Problem gibt. Aber seit 2014 haben wir es eben nachgewiesen, weil wir dort bei der Europawahl, das Melderegister flächendeckend angefochten haben und das beim Bundeswahlleiter vorgelegt. Und ab diesem Zeitpunkt sind die Wahlen ungültig. Ansonsten hat der Bundeswahlleiter dafür die Verantwortung. Eine ganz einfache Sache. Also auch für die Flüchtlingsströme hat er die Verantwortung. Weil er hätte die Wahl abblasen müssen und die heutige Bundesregierung wäre nie gewählt worden. So einfach ist das. Okay. Also dann lieber Personalausweis abgeben und die Wahl nicht mehr abwarten.
Nee, du müsstest im Prinzip dort, wo du merkst, dass eine Wahl ist und du bist damit nicht einverstanden mit dem Wahlsystem, dir angucken, wann die Melderegister ausgelegt werden, also die Dinger, und dann gehst du hin und guckst das durch, und wenn sie dich nicht richtig einsehen lassen in das Melderegister, oder wenn du die Staatsangehörigkeit von den Leuten nicht feststellen kannst, machst du eine Wahlanfechtung, und genau in dem Moment fällt die Wahl auf den Rücken. Egal wo. Okay. Ja, weil kein Melderegister in der Bundesrepublik ist korrekt, weil es gibt kein Gesetz, was die Gemeinde verpflichtet, die Korrektheit des Melderegisters zu prüfen. So, und ohne gesetzliche Grundlage, dass es korrekt ist, ist es nicht korrekt. Ja, dann vielen Dank erstmal. Ja, alles klar. Tschüss. Ja. So, dann wird hier gefragt, ob man wirklich daran glaubt, das Kaiserreich wieder handlungsfähig zu machen. Also Kaiserreich wird handlungsfähig, erstens durch die Wahlkommission, zweitens durch den Verweser. Ja, wenn der Verweser eingesetzt ist, ist er handlungsfähig. Der Verweser kann übrigens auch die DDR oder die BRD als Verwaltung bestellen. Ob das eine gute Idee ist, eine zweite Geschichte, aber es funktioniert. Was ist, wenn nur ein Elternteil Deutscher ist? Na, dann geht es zunächst erstmal nach der väterlichen Linie. Und bei den, wie war das gleich? Wenn nur die Mutter da ist, ne, warte mal. Guckt einfach ins Rüsttag, nein, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber die väterliche Linie hat wohl den Vorrang. Bei den Findelkindern wird die Rüsttag automatisch zuerkannt. Alle Nachkommen Findelkinder sind automatisch Deutsche. So, hallo? Ja, ich bin Herr Branko, hallo? Ja, hallo. Bin ich da richtig beim Uwe? Ja, bist live auf Sendung. Müsst mal deinen Lautsprecher leiser machen. Ja, mache ich, Moment. So besser? Ja, es koppelt sonst. Okay. Ja, gut. Aber so passt. So passt, oder? Ja, jetzt funktioniert's. Bist du, ich bin jetzt mit Uwe? Ja, ich bin am Telefon, du bist live im Sendung. Gut, weil das ein bisschen koppelt, deswegen passt schon. Ja, müssen wir den Lautsprecher leise machen. Ich bin etwas zu spät dazugekommen. Ich habe es ganz vergessen und war die ganze Zeit unterwegs. Ich habe letztes Mal schon das alles verfolgt. Finde ich gut, was du machst. Super. Ja. Und was es mir geht, also ich bin ja auch in verschiedenen, sagen wir mal so, sagt man dazu, Aufklärungen, also bin auch ziemlich, tue die Leute auch gerne über das Geldsystem und alles Mögliche. Und jetzt wollte ich bloß fragen, weil mir eigentlich da nie einer eine richtige Antwort geben kann. Ich habe vorhin schon die Frage gestellt, weil ich bin in Nürnberg geboren und beide Elternteile sind bei mir, also Jugoslawen bzw. Kroaten. Aha. Und ich dachte eigentlich auch schon immer früher, also noch vor 20 Jahren oder sowas, dass das eigentlich keine Rolle spielt, wenn man hier geboren ist. Ob die Eltern Jugoslawen sind oder Italiener oder Österreicher oder sonst wo, dann habe ich eigentlich immer die Staatsangehörigkeit von dem Land, wo ich geboren bin. Dachte ich immer. Naja, also es zählt das Rüsttag. Das Rüsttag ist das Staatsangehörigkeitsgesetz und das definiert den Staat. Ne? Ja. So, und ja. Ja, ja, klar. Das ist doch hier der Wackelbär. Ja, gut, also das definiert den Staat und und das Rüsttag hat Regeln, wie die Staatsangehörigkeit gebildet wird. Und die muss man sich einfach mal durchlesen. Es sind ja nur die ersten 10, 12 Paragraphen, die das bestimmen. Und dann sind die Sonderfälle hinten aufgeführt. Und das Rüsttag, da braucht man die Fassung, die am 22. Juli 1913 gültig war. Mhm. Na? Okay, aber dann heißt es doch eindeutig so, wenn jetzt egal, welche Kinder hier geboren sind von elterlichen, also von den Eltern, ob die jetzt Italiener, weil gerade in den 60ern, 70ern sind ja viele rübergekommen, um hier zu arbeiten. Und die haben ja hier Kinder bekommen. Und bloß wenn ich hier aufgewachsen bin, ich habe ja hier nur deutsche Kumpels gehabt. Also man muss ja zwei Dinge unterscheiden. Einmal das Aufenthaltsrecht und die Arbeitserlaubnis und die Staatsangehörigkeit. Und zwei verschiedene Schuhe. Ja. Also jemand, der jetzt hier Gastarbeiter ist, was weiß ich, seit 20 Jahren hier lebt, warum soll denn da kein Bürgerrechte bekommen, dass er in seiner Gemeinde mit wählen darf? Aber es geht einem nicht, dass hier Leute wie die Invasoren hier einfliegen und uns dann hier in Moslem aufzwingen. Das wollen wir nicht.
Ja. So schaut es aus. Ja, genau. Und wer sich unter die Gesellschaftsordnung, die wir nun mal für gut empfunden haben, sich nicht einfügen kann, muss damit rechnen, dass er in Konfrontation mit den Bewohnern tritt, die nun mal hier seit Jahren hier wohnen und das für gut befunden haben und was sich auch bewährt hat. So, aber das trifft ja für viele Gastarbeiter nicht zu, die seit 20 Jahren eine Pizzeria haben oder einen Dönershop und die eigentlich froh sind, dass sie in Deutschland sind und das eigentlich auch ganz gut finden und noch ein bisschen, ich sag mal Kostümtürke sind und einfach nur so die Tradition pflegen, aber eigentlich mit ihrem ursprünglichen muslimischen Land nicht mehr viel am Hut haben. Und die da auch nicht wieder zurück wollen, außer mal die Family besuchen. So ist es ja heute, ne? So sehe ich es auch, weil ich bin ja hier aufgewachsen und ich habe eigentlich mit Kroatien oder sowas gar nichts am Hut. Ich meine, meine Eltern sind unten, haben ein Haus und so, aber im Endeffekt bin ich hier geboren und wenn ich jetzt bedenke, wie manche Deutsche sich hier verhalten, was hier abläuft, da bin ich mehr deutsch wie manche Deutsche. Nee, da gibt es kein Problem, würde ich mal denken. Ja? Und deswegen denke ich mir, kann ja nicht sein, dass ich dann auf der Strecke bleibe. Nee, also die Leute würden dann eine Arbeitsgenehmigung kriegen und Aufenthaltstitel, da sehe ich überhaupt kein Problem dabei. Ja, mein, das habe ich ja sowieso alles. Ich habe ja schon den, also das brauchen wir nicht drüber reden, ich habe ja den sogenannten bundesrepublikanischen Staatsangehörigkeit, also ich habe ja damals die Einbürgerungsurkunde bekommen, aber dass das nichts wert ist, das wissen wir ja alle. Ja? Ja, also die Leute, die über viele Jahre hier sich ordentlich benommen haben und ihr Ding machen, warum sollen die keine Einbürgerung kriegen? Gibt es keinen Grund? Ja. Das mit dem ordentlichen Benehmen, sag ich jetzt einmal, weißt du, wir sind so drauf oder ich bin so drauf, dass ich momentan einen Steuerboykott mache. Nee, ich nicht. Ich dann nichts, weil ich sehe das nicht ein, was hier abläuft. Ja, aber mach's doch einfach. Ich rate davon ab, weil. Wenn du einen Aufenthaltszettel hast, bist du den ganz schnell los, wenn du sowas machst. Die zweite Geschichte ist, es ist doch viel einfacher, wenn du, sagen wir mal, eine Steuererklärung machst, wie sie denn nun nach bundesdeutschen Regeln ist, und dann schreibst du unten drunter, unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit und Rückforderung, das ist ein Darlehen, wenn die Gesetzgebung wirklich so stimmt, und wir wissen ja, dass sie nicht so stimmt, dann müssen sie spätestens bei Kassenglattstellung das zurückzahlen, ansonsten machen sie strafbar. So, und da du ja unter dem BAD-System eh nie recht kriegen kannst und du 19% Zinsen verlangen kannst, wenn es dann doch nicht stimmt, kriegst du doch keine bessere Geldanlage an der Börse, als wenn du das mal einfach in den Raum stellst. Weil der ESM würde dafür sorgen, bei jedem Passo-Inhaber das Geld abzuholen. Also du triffst im Prinzip die ganzen Systemschlafschafe, wenn deine Steuerabrechnung am Ende dann doch anders ausfällt und du was rauskriegst. Weil du es ja dann mit Zinsen rauskriegst. Ne? Weil der Darlehen hat ja Zinsen. Ne? Und wenn du da ordentliche AGB hast, wo du 17% Zinsen verlangen kannst, ist das ein gutes Geschäft. Also eine sichere Geldeinnahme von 17% Zinsen, die musst du erstmal irgendwo haben. Sicher. Sicher ist er, wenn wir einen Verweser kriegen. Ja, mir geht es ja bloß darum, wenn jetzt keiner was macht, also ich mache es halt so, er kann es ja auf seine Art machen. Bloß wenn alle ganz normal arbeiten gehen und schuften mal lochen und 80% von dem Geld, was sie verdienen, gehen ja schon drauf an Steuern, Mehrsteuer, was ist das alles? Und im Endeffekt bekommen es ja die, wo jetzt da reinkommen, beziehungsweise über den Krieg finanziert. Das ist ja das Hauptproblem im Endeffekt. Ja, und das sehe ich einfach nicht mehr ein. Naja, aber sag's mal so, wenn die Bundesrepublik unsere Sparbüchse ist und du 17% Zinsen rauskriegst auf dein Steuerkonto vom Kaiser, dann kriegst du das Geld ja irgendwann gut geschrieben und dann wirst du aber 10, 20 Jahre keine Steuern bezahlen, weil du einfach aus der Bundesrepublik noch Steuer rüber gerettet hast, weil die Bundesrepublik ja deine Steuer und deine Zinsen ersetzen muss. Meinst du, dass es so kommt? Das wird so kommen, weil die Kassenglattstellung ist notwendig. Bei Friedensschluss muss die Kasse glattgestellt werden. Und dann hast du einen sogenannten Kredit, also wie umgekehrte Bundesschulden. Der Bund hat dann bei dir Schulden und wenn irgendeine Geldforderung kommt, wird die zuerst beim Bund nachgegrast, also über den ESM. Ja, und was hältst du jetzt davon, wenn man sagt, wir geben alle den Personalausweis ab? Ja, das kann man ja machen. Personalausweis, Meldebescheinigung holen und dann kannst du ja deinen Gewerbebetrieb weiter nutzen. Ist ja auch gar kein Problem. Mache ich ja auch nicht anders. Okay. Ja. Aber ich habe eben immer das nette Versel drunter stehen und ich führe dann einfach nur eine Excel-Tabelle, wo meine ganzen Außenstände alle drinnen stehen.
und deine Zinsen über die Zinsformel hochaddiert werden. Mhm. Ja, und das machst du auch bei allen Sozialleistungen, die du kriegst, weil du auch nur die Hälfte kriegst. Und die Rentner sind, ich bin ja noch die Rentner, aber die anderen, die Rentner sind, sollten das auch mal schön erfassen, weil die Rente, die kriegen, ist ja nur eine Anzahlung. Ja, du, meine Lebensgefährtin, das ist die Heike, ne, die sitzt neben mir, die hört ein bisschen zu. Die kommt da aus den ehemaligen, sag ich mal, Osten, ist ja nicht Osten, ist ja Mitteldeutschland, aus Annaberg. Darf ich dir auch noch eine Frage stellen? Ja, mach. Also ich gebe es dir mal kurz, ja? Also ich bedanke mich nochmal bei dir, mach weiter so, halt die Ohren steif und melde mich wieder bei dir. Nicht wahr? Super. Ja, tschüss. Ja, also wie gesagt, eine bessere Geldanlage als 17% wird man nirgends kriegen. Und Kassenglattstellung kommt früher oder später. Die Frage ist nur, ob die Bundesrepublik solvent ist. Ich glaube mal eher nicht. Weil wenn der Kaiser seine Forderungen durchsetzt, ist erstmal ganz schnell zappenduster. So, ich guck mal, wo meine schöne Lampe ist. Hallo? Wo bin ich jetzt? Ja, du bist live. Du musst aber mal Lautsprecher leise machen. Ja, hey, du bist live auf Sendung. Hallo? Wo bin ich jetzt? Also es kommt mit einer Verzögerung, ungefähr 20 Sekunden. Ja, da ist der Lautsprecher noch an. So. Ja, hallo. Gut. Ach so. Folgendes. Eine Freundin hat über staatenlos.info ein Wort unendliche Schmerzen. Ja, erzähle. Es kommt eine Verzögerung. Du musst den Lautsprecher ausmachen und einfach nur normal telefonieren, sonst wird das Mist. Weil die Verzögerung, die macht dich irre. Ja. Das wird immer wieder Echo geben. Was soll ich jetzt machen? Dein Lautsprecher leise und nur mit dem Telefon reden. Aha. Folgendes. Also meine Freundin hat über staatenlos.info diese Entnazifizierung gemacht. Mit 1919. Ja, wird nicht. Das funktioniert nicht, weil der Staat schon am 28.10.1918 schon nicht mehr da war. Weil Max von Baden durch einen Putsch im Prinzip den Staat zerstört hat. Das hat die gemacht, bevor ich ihr nicht machen. Geschickt es hat. Ist sinnlos. Staatenlos Info ist wie nicht. Wie kommt die jetzt raus? Was muss die nach Russland? Ja, also ganz normal die A11 schicken. Also die Staatenlos Info scheint wahrscheinlich doch ein bisschen systemgesteuert zu sein. Weil die 1919er Verfassung, das wissen wir nun schon seit x Jahren, ist die Verbindung der Weimarer Republik und BRD-Konstrukt. Hm. Geht. Das ging aber nach Russland. Du lädst ja die A11 runter, kaiserrundfunk.com im Downloadbereich und gibst die bei deinem Meldeamt ab. Einen Tag faxen, vorneweg faxen, am nächsten Tag hingehen, damit das schon eingegangen ist, wenn du hinkommst. Ja, und dann gehst du mit Zeugen hin, das abgegeben ist und dann haben die sich drum zu kümmern. Und ab dann, dann laufen erstmal eine Frist von 14 Tagen und nach Ablauf von 14 Tagen, das ist die sogenannte allgemeine Verwaltungsfrist, haftet die Gemeinde für die Nichterledigung der Austragung aus dem System. Und ab dann kann sie deine... Also nach Russland geht dann gar nicht. Naja, ab den 14 Tagen hast du einen Anspruch, deine Schäden, die dann noch angerichtet werden durch GEZ oder ähnliche Plünderbanden, dem System wieder in Rechnung zu stellen, beim Friedensschluss. Hm. Ja, also mit Passabgabe ist auch die GEZ eigentlich außen vor. Eigentlich hieß, dass die GEZ einfach weitermacht. Aber das ist illegal. Nee, ich meine jetzt hier was der staatenlos.info ist. Ja, nee, das wird durch die A11 aufgehoben. Weil wir wissen ja, naja, da brauchst du dich dann keine Sorgen machen.
Einfach ausfüllen, dann, das Ding. Die ist selbstständig. Wie läuft denn das mit Steuern und so weiter? Na, du machst ganz normal deine Steuern, weil wenn du das nicht machst, kommt das Überfallkommando und macht dir deinen Gewerbebetrieb kaputt. Aber du schreibst auf der Steuererklärung, die du mit Papier abgibst und nicht über Elster, unten drauf, unter Vorbehalt der Rechtmäßigkeit und unter Vorbehalt der Rückforderung, das ist ein Darlehen. Und damit machst du die Schenkungsklausel in der Elster AGB § 6 ungültig. So, also unter Vorbehalt und der Rechtmäßigkeit, dass es überhaupt gültiges Steuergesetz gibt, was ja viele bezweifeln, /Rückforderung, weil du willst ja dann auch wieder haben. Und das ist ein Darlehen, damit du dort denen noch Zinsen abpumpen kannst. Weil sie, die haben ja behauptet, dass es gültig ist. Du bist der Meinung, es ist nicht gültig. Der gesetzliche Richter, den gibt es nicht. Und solange wie das gesetzliche Gericht nicht tagt oder die Bundesrepublik keine ordentliche Steuergesetzgebung hat, laufen deine Zinsen los. Genau in dem Moment. Und GEZ und so weiter, was du alles hast? Da kommt nächste Woche vermutlich, diese Woche noch, vermutlich Donnerstag, Freitag, eine Anlage A3, nur zur GEZ. Die hängst du einfach hinten ran und schickst die nach. Aha. Na, das haben wir mit der Klagegemeinschaft Faxe GEZ, haben wir da schon mal ein bisschen was gemacht. Hm. Weil wir müssen ja aber was tun, wenn die Leute das von uns wollen. Ich bin jetzt dran, einige Leute zusammenzukriegen. Ja. Willst du mal einen Vortrag bei den Leuten machen? Ja, kein damit Problem. Die überhaupt mal wissen, was hier los ist. Ja, gerne. Müsstest du bloß mal über die E-Mail-Adresse hier bei feedback@jonacast.com einfach mal dich melden und dann machen wir einen Termin aus. Ah. Du siehst ja bei Kaiserradio. Die sind wie vom Kopf geschlagen und denken, ich spinne. Ja. Ja, der Aufwachprozess ist jetzt noch schonend, aber wenn das System immer umfällt, wird es brutal für alle. Und wir sind da schon immer ein bisschen vorbereitet. Ich habe dir auch was geschickt, hier hauptgeld.com. Ja. Lies dir das mal durch, das ist sehr interessant. Ja, ich kenne mich da sehr gut aus, weil da lese ich regelmäßig mit. Ja, dass Putin die ein Dekret unterschrieben hat am 4.4., ja, dass er jetzt die ganzen Archive öffnet und was dadurch eben halt auch resultiert. Naja, es ist geplant, Ostpreußen für diejenigen vorzubereiten, die vom System verfolgt werden. Und da werden die Einbürgerungen nach Rustag gemacht. Also für die, die es nicht erwarten können, wäre Rustag, Ostpreußen, ansonsten wäre Sachsen und Thüringen die Bundesstaaten, bei denen es am 1. die Verwesenwahl gibt, weil die anderen sind alle noch nicht so weit. Aber Sachsen und Thüringen. Mit der Verweserwahl? Gilt das dann direkt allgemein für Sachsen und Thüringen? Oder sind das nur einzelne Städte? Ja, also pass auf. Entweder einzelne Gemeinden fangen an und dann ist das so wie so Bröselkuchen, der dann abbröselt vom Freistaat. Wenn es aber, wie gesagt, zum großen Erwachen kommt, dann würde das Referendum auch flächendeckend passieren. Und dann haut es natürlich ein Land da auf den Rücken. Das ist natürlich dann die Folge. Aber ich meine, es sind ja illegal, weil das Wahlgesetz ist ungültig, hat das Bundesverfassungsgericht nun mal entschieden. Das weiß ich, die haben das zweimal gekippt, deswegen. Ja. Also und die machen einfach weiter, aber nach Referendum ist vorbei. Also dann ist Schluss. Nach Völkerrecht ist ein Referendum dann das Ende. Also gut, ich versuche jetzt mal ein paar Leute zusammenzukriegen und dann mail ich dir das, dass du mal zwei Vorschläge machst oder soll ich dir zwei Vorschläge machen? Ja, kein Problem. Termine? Na, gut. Machen wir aber jetzt nicht in der Sendung. Ja. Müsst einfach mal mich mal extern anmelden. Hm. Na, gut. Gut, alles klar. Ja, mach so. Gut. Geht klar. Tschüss. Tschüss. So, was haben wir denn noch? Ja, also es ist so, ein Referendum ist Modus Krim, also wenn es auf der Krim funktioniert, dann ja, besonders schnell geht es auch in kreisfreien Städten. Kreisfreie Städte können alle eigene Verweser haben. Ja, dann, wenn der Verweser der kreisfreien Stadt die Zollgrenze erklärt, ist erstmal in der Karte der Europäischen Union ein Loch drin.
Deswegen hat man ja alle kreisfreien Städte bombardiert. Ob China die fünfte Besatzungsmacht ist. Ja, die Frage ist, zu welchem Krieg? Ne, also der Kaiser hat definitiv nach dem 28.10. Nicht mehr mitgemacht und er hat sich aber die Beendigung des Krieges selbst vorbehalten. Das ist nicht mehr so. Was die Weimarer Republik dann gemacht hat, das ist alles sowieso weniger nachvollziehbar. So, finde ich schon. Ja, ich habe das trotzdem erstmal gelassen mit dem Antragsteller. Ist halt so erstmal. Also der Reisepass, Passierschein ist so. Und da steht auch Deutsch drin. Aber wie gesagt, die Rechtsstellung kriegst du erst durch die Wahlkommission. Weil die Bundesrepublik tut so, als hat sie links und rechts eine gelbe Armbinde dran und kann die Staatsangehörigkeit nicht erkennen, weil sie eben nationalsozialistisch gegründet ist, aber gleichzeitig einen Kampf gegen rechts macht. Totaler Widerspruch. Ist aber so. Die Frau Merkel will das halt. Es gibt ja genug Witzbilder, ne, wo sie zu sehen ist, ja, wie der große Führer. Übrigens hier, die DVD ist raus. Ne? Wer also jetzt noch hier von R ist wieder da, die DVD braucht, die gibt es momentan beim Rossmann. Ja, hallo? Bitte den Lautsprecher leise machen. Hallo? Ja, bin schon drauf. Ja, hallo? Ja? Bitte den Lautsprecher leise machen. Hallo? Ja, bitte mal Lautsprecher leise machen. Du bist schon auf Sendung. Du musst mal einen Lautsprecher leiser machen, sonst geht das ewig, das Geklingel. Einfach nur am Telefon reden. Ja, das muss ein bisschen üben. Ja, dann noch eine Runde. Hallo? Ja, jetzt klappt's. Also bitte Lautsprecher leiser machen und einfach nur mit dem Telefon reden. Das ist bei einer Live-Sendung leider so. Ja. Ich habe mal eine Frage, wenn man Angestellter ist und ein eigenes Haus hat und Krankenversicherung. Ja. Das geht alles glatt, wenn man den Personalausweis abgibt. Ja, gibt's kein Problem. Aber eine Meldebescheinigung brauchen wir, ne? Oder Datenvollauskunft. Ah, gut. Okay, danke. Ja, und wie gesagt, wie ich es gerade erklärt habe hier mit den Steuern, das also auf Papier ausdrucken, nicht über Elster. Ah, jetzt ist er weg. Na gut, kann der Nächste ran. Ja, also bitte hütet euch vor Leuten, die kalte Aktivierung machen. Also es ist immer wieder, dass die hier in eine Sendung kommen und die Leute verunsichern, aufpassen. Also, verfassungsgebende Versammlung funktioniert nicht, steht in der Anlage A2, warum es so ist. Muss ein Verweser geben, weil der Verweser den König ersetzt, den König und Kaiser ersetzt. Und der hat wegen dem Gesetz über die Auflassung das Recht, den Kriegsende zu erklären. Ohne Kriegsende gibt es keinen Staat und ohne Staat keine Wiederherstellung der Bürgerrechte. Das ist der Zusammenhang, den verstehen viele nicht. Ist aber eigentlich in der Anlage A2 sehr deutlich erklärt. Ja, in Stuttgart in der Nähe gibt es den Ebern. Ach ne, Ebern gibt es, demnächst einen Stammtisch. Mal gucken, wann da ist. Ja, also
die einfach mal die Urkunden vorlegen der späteren Wahlkommission und die wählt sich dann dort durch. Wir machen auch für die Wahlkommission so eine Art Ablaufplan, wie das der Reihe nach zu prüfen ist. Ich hoffe mal, dass wir dann auch relativ schnell durchkommen. Weil die Fragen sind immer wieder die gleiche. Da müsste man dann einfach morgen nochmal die Sendung angucken. Einfach dort das Rustag einfach mal lesen. So lang ist es nicht. Das ist kein, nee, wie bei den bundesdeutschen Gesetzen, wo da der Kopf schwirrt. Die kaiserlichen Gesetze sind alle kurz und klar. Ja, Verweser ist der mit Vollmacht betraute Verwalter. Eine Vertrauensperson. Also ein Verweser kann niemals aus dem Feinstaat kommen. Ein Verweser kann nicht aus der Weimarer Republik oder aus dem Nationalsozialismus oder aus der Bundesrepublik kommen. Geht nicht. Er muss immer eine Vertrauensperson des Kaisers sein. Und wenn jemand die Leitlinien der Politik des Kaisers missachtet, ist er automatisch kein Verweser, wird also aus dem Amt entfernt. So, die nächste Frage. Beliebiger Wohnsitz, zuständiges Einwohnermeldeamt. Ja, du siehst da in deiner Datenvollauskunft, welches Meldeamt für dich zuständig ist. Und dort muss die A11 hin. Ja, also ihr seht ja auch bitte an dem Bild oben, wie lange das braucht, bis das nachgerückt ist. Ne? Also wenn ihr seht ja euren eigenen Chat. Und so lange dauert das auch beim Anrufen. Ne? Die Verzögerung, wenn jemand anruft, bis dann im Bild das zu sehen ist. So, braucht ihr bloß mal auf die Taste drücken, bis eure Zeile hochgerutscht ist. Genau. Jo, das hängt einfach damit zusammen, weil bei YouTube diese Bildinformation erst aufbereitet werden muss, bevor sie an alle wieder rausgeht. Und das dauert ungefähr 20 Sekunden. Außerdem gibt es ja einen großen Puffer, sonst hätten wir einen Haufen Bildausfall. So, ja, die Notstandsleiter, interessante Frage. Ein Notstandsleiter ist zum Beispiel... Ja, hallo? Hallo, Uwe? Ja, hallo? Die Helene? Ja, hallo? Ich wollte fragen, ob du eine Möglichkeit hast, ich würde gern was in Stuttgart machen, ob es möglich ist, dass die Leute sich vielleicht bei mir melden können. Das geht, das ist kein Problem. Also du müsstest mir bloß einmal die Kontaktinfo geben und dann würde ich Stammtischanfrage Stuttgart auf die Homepage stellen, damit sich die Leute dann melden können bei dir. Okay. Einfach an feedback@jonacast.com eine Anfrage schicken und dann gucke ich morgen mal rein und trage das ein. Aber ich brauche eine E-Mail-Adresse für die Rückmeldung. Ja, okay, prima. Machen wir so, danke, tschüss. Danke dir, weiter so. Ja, tschüss. Tschüss. Ja, hatte ich vorhin gerade gesagt, also hier reingucken, was in der Datenvollauskunft steht und dann an dieses Meldeamt die A11 schicken. Naja, die haben alle auch gemerkt, dass sie alle im Nationalsozialismus angekommen sind, aber kann ich nicht dafür mehr. Ich habe es nie bestellt, das war der Herr Kohl, der das gemacht hat. Der Kohl hat Kohl gemacht. Außerdem muss man ja mal sagen, was ist denn Nazi? Ein Nazi ist ein Nationalzionist und Kohl war ein Zionist. Ja. Jo. Oh, ja, Mutter 41. Um 19 Uhr. Ja, was war denn der Grund? Da musst du halt mal gucken. Du kannst gerne auf Sendung kommen, müssen wir mal antelefonieren. Oben die Telefonnummer drin. Ja, hatte ich vorhin erklärt. Du müsstest dann bei der Wahlkommission dich melden und die müsste dann ein Sperrvermerk in deinen anderen Bundesstaat machen. Wenn der Bürgermeister eine Verweserwahl macht, hat er hoheitliche Befugnisse, sonst ne, sonst ist er nur Notstandsleiter. Aber jeder Bürgermeister kann eine Verweserwahl einberufen. Er muss dann bloß für Wahlberechtigte sorgen und da kommt er ohne Wahlkommission einfach nicht raus. Also erst die Wahlkommission, dann das Schiedsgericht der Wahlkommission, dann die Rechtsstellung nach Rustag,
dann kann der Frau Weserwahl machen, dann geht das alles in Gang. Ich hatte für die A11 noch eine Anlage A1 gemacht, die einfach mal hinschicken, ne? Ja, haben wir schon beantwortet. Guckst du dir morgen einfach mal das Video an. Ich will mal sehen, ob ich es morgen schon hochladen kann. Also wir machen dann bis 22.15 Uhr, sonst wird das auch zu lang, das Video. Das kann dann auch keiner mehr verfolgen. Vernetzung, Gera Kompakt. Ja, kann ich leider nicht dran teilnehmen, weil ich am 5. bis 8. in Linz bin und habe dort mit der Arbeitsgruppe Österreich-Ungarn zu tun. Die wollen also dort Österreich-Ungarn aktivieren. Wird bei allen Ländern dort passieren. Also Tschechien wird ja dann zu Österreich-Ungarn. Wichtig ist, bei Haftbefehl muss die Unterschrift drauf sein, in der Staatsanwaltschaft. Ihr braucht Zeugen, dass da eine Unterschrift drauf ist. Ansonsten haben die einen Raubüberfall gemacht, müsst ihr dann eine Strafanzeige machen. Die wissen ganz genau, dass der Staatsanwalt eine richterliche Unterschrift einholen muss. Auch trotzdem, weil der Staatsanwalt kein Staatsanwalt ist. Der Staatsanwalt hat nämlich keine Ernennungsurkunde vom Kaiser. Das System wird einfach jetzt panisch, weil die merken, dass sie selber keine Legitimation haben. Und immer mehr Angestellte merken das. Jetzt lassen sie übrigens die Justizangestellten alles ausfertigen, weil die Richter, weil es dann einfach jetzt zu heiß wird. Also man merkt schon, dass sie gegen ihre eigenen Angestellten kriminell werden. Ja, hallo? Ja, grüß Gott. Ich rufe aus Bonn an. Es geht um die Familie, die da verhaftet wurde. Ja, ja. Gerade in den Chat geschrieben. Hm? Kannst du mir eine Empfehlung geben, wie man herauskriegt, wo die sind? Weil die Tochter, die hat bei der Polizei überall angerufen, die geben keine Auskunft. Die weiß nicht, wo ihre Eltern sind. Die sind einfach eingedrungen, haben alles eingeschlagen, haben die festgenommen und sind weg. Haben die einen Haftbefehl vorgelegt? Nicht bezahlt oder so. Haben die einen Haftbefehl vorgelegt, einen unterschriebenen? Nee, natürlich nicht. Habt ihr Kennzeichen von den Fahrzeugen aufgenommen? Die Tochter war alleine, die ist 21, die hat zum ersten Mal eine Maschinenpistole gesehen, die hat gar nichts aufgeschrieben. Ja, gut. Ja, das ist eben das, wir brauchen dringend Bürgerwehren. Wir brauchen ganz, ganz dringend Bürgerwehren. Hast du eine Idee, wie man das hinkriegen kann, dass man mindestens mal die Auskunft kriegt? Normalerweise ist folgendes. Es gibt in jedem Land einen sogenannten Notstaatsanwalt und auch einen Haftrichter. Und die sind rund um die Uhr, haben die Bereitschaft. Und als Eltern sind die verpflichtet, Auskunft zu geben, wo die Tochter ist. Da gibt es gar keine Diskussion. Nee, umgekehrt. Die Tochter weiß nicht, wo die Eltern sind. Ach so. Ja, die müsste im Prinzip jetzt zur Staatsanwaltschaft reinschauen. Da gibt immer einen Notstaatsanwalt, hat immer in der Dienst. Der muss es wissen, weil der hat ja dann das ausgefertigt. Okay. Ja, und ohne Mitwirkung der Staatsanwaltschaft gibt es keine Verhaftung. Das ist ganz klar geregelt. Die Polizei ist nur bei Gefahr im Verzug, dass sie das machen. Muss die Information auch rausgeben, wo die sind. Naja. Weil ich frage mich, warum die Polizei sich weigert. Naja, die Polizei macht auch Sachen, die sie manchmal eben nicht dürfen, weil die dürfen nur bei Gefahr im Verzug solche Haftbefehle machen. Ansonsten haben die sich ganz normal zu verhalten. Also dort zur Staatsanwaltschaft fahren, Notstaatsanwalt verlangen und der muss Auskunft geben können. Da muss bei der Polizei dann anfragen. Irgendein Einsatzleiter hat einen Hut auf dafür und dann Strafanzeige wegen bewaffneten Raubüberfall. Quatsch. Direkt, also sie kann die Tochter jetzt schon machen, ne? Strafanzeige wegen bewaffneten Raubüberfall. Ja, Strafanzeige, Strafantrag. Weil ohne richterliche Unterschrift, ja, nicht bei der Polizei, war der Staatsanwalt, ohne richterliche Unterschrift ist aber bewaffneter Raubüberfall. Ja, alles klar. Vielen Dank. Mhm. Danke dir. Ja, alles klar. Tschüss. Viel Erfolg noch. Danke, tschüss. Also in Bayern gibt's was. Ihr müsst euch einfach bei mir melden. Ich brauche eine Kontaktinfo, wo ich denn die ganzen Anmeldungen hinschicken kann. Weil ich kriege 2-3 Mal am Tag Anfragen, wo ist welcher Stammtisch. Also, wenn ihr Stammtische habt, mir das mitteilen und ich tue das dann die Ansprechpartner listen. Aber dann bitte mit E-Mail-Adresse, damit das im Rahmen des Aufwands noch überschaubar ist.
Na, die listen wir dann einfach, da können die Leute dort einfach klicken und kriegen dann eine Mail geschickt. Die kriegen dann auch einen Account. Das ist auch kein Problem. Also braucht auch nicht versuchen, bei dem Jonacast oder beim Kaiserrundfunk euch einen Account zu erstellen. Das geht nur über den Webmaster. Nur der erstellt einen Account und dann kommt ihr auch ordentlich rein. Und dann könnt ihr auch E-Mail empfangen. Alles, geht alles. So, das ist einfach eine Sicherheitsmaßnahme bei den Firmen, die hier den Server ständig hacken wollen. Verdichtung. Ich weiß jetzt nicht, was eine Verdichtung ist. Die Anlage A1 schicken. Anlage R12 A1. Die ist auch im Download. Ja, einfach müsst ihr euch melden, wenn ihr einen Stammtisch machen wollt oder organisieren wollt. E-Mail-Adresse her und dann mache ich euch einen Account und da könnt ihr euch dann drüber vernetzen. Telefon ist noch nicht aufgelegt. Achso. Doch, ist aufgelegt. Ach jetzt, danke. Ja, gut. Alles klar, danke. Bad Münstereifel. Naja, gut. So, jetzt ist aber wieder aus. Ja, habe ich schon mitgekriegt. Gut. Wie gut, dass wir einen Chat haben. Es hat sich sehr bewährt, diesen Chat hier und der Bildschirm. Es geht recht gut. Ist die Siegelordnung geregelt, wie genau eine Beglaubigung beurteilt auszusehen hat? Zum Beispiel, ja, genau. Also das Siegel muss auf 12 Uhr stehen, muss frei auf dem Hintergrund, also darf kein Hintergrund drin. Auch hinter dem Siegel darf nicht Siegel stehen, weil das ein Text ist, der das Siegel verfälscht. Und es darf auch nicht ins Siegel reingeschrieben werden. Das sind die wichtigen Dinge. Und dann muss das Siegel auch vom 27.12.1918 sein, ansonsten ist das nur Werbeschreiben. Weil auch ein erfolgreiches Bäckerbrot hat ein Siegel, aber das nützt doch nichts. Ja, einfach mal mir das in die feedback@jonacast.com posten, dann kann ich es einrichten. Ich denke mal, dass ich morgen die Accounts anlegen kann. Müsst ihr einfach nur mal euch melden. So, ich würde sagen, noch 10 Minuten gebe ich zu, bis 10 vor halb, ne, dann mache ich den Stream zu. Also wenn das noch mal wichtige Fragen sind, würde ich das noch machen. Ansonsten habe ich dann auch den Eindruck, dass es heute dann sonst zu lang geht. Wir sehen uns ja dann in der Woche, ne? Müsste mal gucken. Der 26. wäre dann der nächste Termin. So, ich denke mal, das ist zu lesen. Geht. Ansonsten sollte ich noch mal zeigen, ja, wie das mit dem Kaiserrundfunk funktioniert. Ich mache mal einen neuen Tab auf. Ihr könnt das ja hier an dem Bildschirm verfolgen. Die Homepage wird gleich geladen. Hier ist er. So, da seht ihr hier oben ist Homepage. Wenn ihr hier klickt, kommt da
zu den Player. Das sind zwei Player hier drin. Da könnt ihr mal Probe hören, wie das so bei dem Kaiser Rundfunk mal funktionieren soll. Also entweder hier klicken für Hitradio Namibia oder Inselradio Mallorca. Das eine ist ein bisschen Latino, das andere ist eher ein bisschen deutscher. Dann habt ihr hier die nächsten Termine, hier auch den Termin für die nächste Live-Sendung. So, das geht hier ein bisschen runter. Hier ist auch nochmal die Hotline ins Studio drin, also gar kein Problem. Die Anmelderei hier unten funktioniert nur, wenn ein Account eingerichtet wird, dann funktioniert es nicht. So, hier könnt ihr Vorschläge machen, welche Musik soll denn hier bei kaiserradio.com kommen. Da habe ich also heute schon wieder ein paar Sachen reingemacht, zum Beispiel auch mal ein bisschen Latino Slim Dance, für Leute, die gerne ein bisschen abnehmen wollen, aber keine üble Diät hinter sich ergehen lassen wollen, dort ist was möglich. Ja, Entschuldigung, ich werde das dann noch ergänzen. So, der Link zur Live-Sendung ist hier bei Live. Da ist hier der Link, den tue ich dann jedes Mal austauschen, wenn es losgeht. Die nächste Live-Sendung trage ich dann noch ein. Hier bei Vernetzung kommen mal die neuen Stammtische. Da ist jetzt nur Chemnitz und Dresden drin, wird aber dann die anderen noch ergänzt. Ne, nach Bundesstaaten geordnet. Hier im Download gibt es auch noch den... erstmal Download machen. Geht nochmal Download. Downloads klicken. Da hat man hier die ganzen Muster schreiben. So, da habt ihr oben den R11 und dann hinten die zwei Anlagen. Anlage A1 und die Anlage A2. Die A2 ist die neue, deswegen habe ich die mal ein bisschen rausgehoben. Hier sind dann auch die Folien für die Bürgerstammtische. Hier die zwei Folien, die beweisen, dass die Nazi-Staatsangehörigkeit deutsch drin steht. Noch was zur HLKO, wie das mit dem Verweser ist, steht hier. Ja, und dann wäre das erstmal das. So, die gleiche Geschichte nochmal bei YouTube, zeige ich auch nochmal. Mal sehen, ob das jetzt geht, ob ich hier aus dem Livestream rausfliege. Ich hoffe mal nicht. Das ist jetzt die Jonacast-Seite. Und wenn ihr neue Videos wollt, müsstet ihr hier bei der Playlist gucken. Hier oben bei Playlist klicken, da kommen die ganzen Playlisten. Und dann guckt ihr einfach rein bei die Stammtische der Bürgerbewegung. Ne? Und hier gibt es einen Punkt, da steht hier 27 weitere Elemente. Da drückt ihr einfach drauf und da kommen die anderen Playlisten auch noch. Ne? Zu verschiedenen Themen. Wir werden das noch ein bisschen schaffen, da wird es dann nicht mehr ganz so viele Playlisten geben. Aber das ist momentan das, was hier im Angebot ist. Hier kann man nochmal klicken, da kommen noch mehr. So, ich denke mal, das sind jetzt alle. Ne? So. Das ist eine ganze Menge Material, da hat man schon eine Weile zu tun. So, zu den einzelnen Videos könnt ihr auch Videotext-Untertitel für Polen oder für andere Länder bereitstellen, weil wenn die auch mit aufwecken, geht es dann nur schneller. Ne? Ich möchte auch mal darauf hinweisen, hier auf die Videos zu Anastasia habe ich hier noch mit reingemacht. Wer also Familienlandsitze sich interessiert, ist hier nochmal sämtliche Videos zusammengesucht, weil die alle kreuz und quer sind. Auch nochmal hier die Serie Professor Walter Veit. Sollte man sich unbedingt mal reinziehen. Ja, gut. Ansonsten denke ich mal, kommt ihr damit klar, weil das wie ähnlich wie überall bei den ganzen Internetforen ist. So, habe ich noch was vergessen? Es gibt dann noch hier einen Chat in dem kaiserrundfunk.com. Der führt aber auf einen Chat, den wir jetzt nicht parallel zur Sendung machen. Ich schalte noch wieder aufs Live-Bild. Ja, also nochmal, im Download gibt es die R11 und die Anlage A1 der A12 und A2 der A12, weil die A12 selber noch nicht fertig ist. Aber die Anlagen sind fertig. Ja, die Kopplung des Rubels an den Dollar ist wohl dieses Jahr, im Ende April läuft das wohl aus. Ich weiß aber jetzt auch nicht, ich habe noch keine Hinweise. Müsst ihr einfach mal gucken. Ne, einfach klicken, da kommt ein PDF. Einfach mal reinklicken. Ja, hallo. Ja, ich muss dich jetzt einfach beeilen, weil du ja gleich Feierabend machst. Naja, also dich nehme ich noch dran. Was gibt's?
Sag mal, hast du was zum Schreiben in der Hand? Muss ich mal holen. Das wäre gut. Sekunde. Naja, pass mal auf. Dann, oh ja, doch. Ja, sag an. Und zwar, als erstes, bei, du bist auch bei YouTube, sagt dir der Name Volkstribun was? Volkstribun, habe ich schon mal gehört, ja. Mit X geschrieben, also Volkstribun, aber nicht mit... habe ich schon mal gehört, ja, das ist der Kurt Schumacher, hä? Genau, schreib dir den Namen mal bitte auf. Und dann schreibst du dir bitte mal auf den Namen Serge Menga. Und zwar wird er geschrieben S-E-R-G. Schick mir das bitte per Mail, dann funktioniert das. Feedback@jonagas.com. Was sagst du? Mir das als per Mail schicken, feedback@jonagas.com an die Feedback-Adresse, die in jedem Video oder drin ist. Oder schicke ich es dahin, genau. Ja, also ist einfach besser. Ist, ich das jetzt hier live mitnehmen. Das ist ein Schwarzer, also der kommt auch aus Afrika, der lebt seit Jahren hier und der kritisiert momentan dieses System sowas vom Feinsten, da bin ich fast vom Glauben abgefallen. Ja, übrigens ist ein neues Video raus, das Zerstäubung von Gebäuden. Ich wüsste es nicht leider im Begriff. Unbedingt angucken. Ganz genial gemacht. Mhm. Ganz neu jetzt. Also ist das erst heute oder so rumgeschickt worden. Ah ja. Hier, sag mal, wo kommst du eigentlich denn nicht her? Ich bin in Chemnitz. Ach, Chemnitz. Ah, ja. Das ist cool. Da habe ich mal einen Kumpel gehabt, der hat oben auf der... Das ist der schlimmste Teil von Sachsen, wie immer behauptet wird. Hat er einen Bus gehabt. Na, ja. Nur Erzgebirge ist noch schlimmer. Ist noch schlimmer und noch krasser drauf. Ne? Ich habe deinen letzten Satz jetzt nicht verstanden. Das hat Gehalt. Ich hab deinen letzten Satz nicht verstanden. Müssen wir mal wiederholen. Ich hab gesagt, ich hatte dort mal einen Kumpel, der hatte auf der Chemnitzer Raststätte gearbeitet, hat so Country-Sachen verkauft. Ja. Und ich will dich nicht länger stören, weil du wirst dann noch Anrufe kriegen und ich wünsche dir eine gute Nacht und komm gut ins Bett. Ich muss ja, ich denke, nächste Woche sind wir ja wieder hier, ne? Gut. Jo, alles klar. Bis dann, mein Guter. Ja, tschüss. So, gut. Also, wir haben es jetzt 22.22 Uhr. 22. Das ist eine Schnapszahl. Ich würde den Stream jetzt erstmal schließen, weil ich muss morgen wieder zeitig raus. Und ich bin gesundheitlich noch nicht wieder auf dem Posten. Ich bedanke mich für alle Zuhörer, für alle Anrufer und wenn ihr Fragen habt, tut es einfach bei mir dann herschicken. Wir versuchen dann das nächste Mal mit zwei Mikrofonen zu arbeiten. Da kann ich mir mein Sprechermikrofon einstellen und das am Telefon vielleicht auch etwas besser machen. Ansonsten wünsche ich euch eine angenehme Nacht. Wenn ihr irgendwie euch organisieren wollt, Bürgerwehren oder Stammtische, teilt mir das mit. Dann einfach... mir das schicken an feedback@jonagas.com. Ich tue das dann reinstellen und es müsste bloß pro Verein einen Ansprechpartner geben. Ne? Gut, also dann wünsche ich euch alles Gute. Die nächste Sendung ist der 26.04.2016, 19 Uhr. Wenn es eine Veränderung gibt, werde ich das auf der Homepage von kaiserrundfunk.com reinstellen. Weil ich kann natürlich jetzt nicht alle anrufen, dass, wenn es Terminverschiebungen geben. Na, alles klar. Dann tschüss erstmal und ich beende dann mal den Stream.